Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Wir spielen heute Skates, haben eine Essen-Neuheit von Pandasaurus. Und in diesem Spiel wollen wir jetzt gleich über unsere Tricks viele Punkte machen, wollen hier in dem Pelikanpark rumskaten und verschiedene Sachen einsammeln. Coole Farben, coole Spraydosen, coole Holzkisten, was man halt so als Skater braucht. Cooles Board. Coole Kassetten finden, die einem noch zusätzliche Siegpunkte geben. Und wollen schauen, dass wir so schnell wie möglich 50 Siegpunkte erreichen. Das würde nämlich das Spielende auslösen und dann gleichzeitig noch ein paar Punkte über die Endwertung bekommen. Würdest du etwa sagen, es ist Tony Hawk das Spiel? Ich vermute es mal. Ich Oh habe Tony mein Hawk Gott! nie gespielt, aber ich denke mal, dass man anhand des Themas da sich natürlich daran erinnert fühlt. Und wir fangen in der ersten Phase damit an, dass wir Kombos machen. Kombos sind im Prinzip unsere Handkarten. Wir haben wieder fünf normale Tricks auf der Hand und die erste Aktion wäre einfach, dass wir einen Trick in die Mitte unseres Boards spielen. Ihr seht auf den Tricks immer die Namen, die sie was das einfach für Tricks sind, fragt mich da jetzt nicht nach den tatsächlichen Ausführungen, was man dann da Das macht. sind bestimmt echte. Aber ein bisschen wird es auch dargestellt, was man damit macht, genau, dass man halt über ein Geländer rutscht oder halt, dass man das Board unter den Füßen dreht. Solche Sachen, ja, coole Kassetten werden wir einsammeln. Und wir fangen jetzt einfach damit an, dass wir einfach eine Karte hier in unser Board in die Mitte spielen. Sucht einfach mal eins aus und legt es in die Mitte. Einfach egal. verdeckt, ja, einfach mal Ich verdeckt muss sie hinlegen. auf dem Boden machen. Genau, dass sie kommen muss. Dann drehen wir die gleichzeitig rum. Und jetzt seht ihr auf eurer Karte. Ja, sofort. Ich krieg das gerade mit dem Geld. Auf eurer Karte seht ihr jetzt unten zwei Boni, die ihr bekommt. Und ne, da gibt es zum Beispiel hier, ich habe hier eine Flamme drüber. Das heißt, ich würde zwei Flammenmarker bekommen. Das ist eine Währung. Und dann später, wenn ich hier über die Maps skate, kann ich hier mir verschiedene Items kaufen. Okay, das hier zum Beispiel kostet zwei. Dann gibt es noch welche da drunter, die kosten vier. Dafür braucht die Flammenmarker. Also so Dann. oft, wie man die Sache sieht, so teuer ist das. Genau, das ist auch Okay. gleichzeitig der Preis. Dann hier bei dir, wenn du diesen krassen Move machst, dann würde es bedeuten, Impossible. wenn du den jetzt machst, hier links, dass Ja. sich dein Balance-Marker 3 Schritte nach links bewegt. Das ist gefährlich. Du könntest nämlich gleich aus der Balance geraten und umkippen. Deswegen gehst du vielleicht 1 Schritt nach rechts, kriegst dann auch eine Flamme, weil da so eine kleine Flamme drüber abgebildet ist. Dann ist es ja Aha. eigentlich eher schlecht, was ich da gerade gemacht habe. Ja, alles gut, ist dann zum Lernen. Wenn du würdest, wenn du nach links gehst, würdest du zwei von diesen Dingern hier kriegen. Damit würdest du einfach zwei davon haben. Am Ende des Spiels, wenn du da die meisten hast, kriegst du 80 Punkte. Und er geht 2 Schritte nach links. Würde 2 Schritte nach links Oder halt gehen. nach rechts und dann Oder kriegt nach er eine rechts und die Flamme. Währung bekommt. Genau. Dann, nachdem wir diese Karte gespielt haben, würdest du jetzt, genau, wir entscheiden uns mal für eine Seite. Ich Ach gehe so, wir machen mal das jetzt nach einfach. Okay. rechts. Dann kriege ich eine Flamme. Genau. Ich nehme mal hier jetzt 2 nach links, ne? Du bist richtig hardcore, ne? Ja. Genau, gehst 2 nach links, Wo kriegst die sind die Belohnung Flammen? Ist das die dafür. Flamme? Das ist die Flamme, genau. Ich krieg Okay. 2 Flammen. Wenn du kriegst zwei Ist von diesen egal, von wo man die Spraydosen nimmt. hier, von den Spraydosen. Genau, sind Ach Spraydosen so, so schöne abgebildet. Sachen, sorry. Ich bin nur Genau. über die Farbe gegangen. Ja. Jetzt würdest du Würfel würfeln, und zwar den, der gibt eine Richtung an, in der wir uns gleich bewegen. Okay. Und der hier gibt im Prinzip an, inwieweit wir uns bewegen. Okay. Das Tableau ist das Das Skateboard. würde jetzt heißen, plus ein Feld Richtung plus. Die Anzahl der Blitze gibt an, wie viele Felder wir uns Warte nach ganz kurz, rechts welches Feld? bewegen. Wo sehe ich Hier, das? plus, Plus. minus. Plus, minus, genau. Ah, Plus okay, ist plus, rechts, minus, minus ist ja. links. Und wir würden uns alle ein Feld nach rechts bewegen. Machen das. Was mit dem? Genau. Oh, ihr Und seid gehen in ganz die schwarz Richtung. verbunden. Guck mal, ich cooler Dude hier. Oh, ich fühl's. Stefan, Stefan. Ganz wichtig für dich, Stefan, ich fühl's. Jetzt habt ihr die Entscheidung, weiter Karten zu legen. Entweder wieder nach links oder nach rechts. Mit den Effekten, die ihr unten seht. Ihr könnt aber auch aussteigen und sagen, oh, ich falle gleich hin, ich lande Was ist lieber. dieses jetzt hier Das gewesen? ist der Schritt. Es gibt hier Würfel mit diesen Blitzen drauf. Da gibt es immer zwei leere Seiten und vier Blitzseiten. Das sind, Ja. wenn wir jetzt das so gewürfelt hätten zum Beispiel, hätten wir uns potenziell zwei Felder hier nach rechts bewegen können oder zwei Felder nach links. Dadurch, dass hier aber eine leere Seite gewürfelt wurde, bewegen wir uns einfach nur ein Feld nach rechts oder nach links. Je nachdem, was hier Es an der kommen mehr Seite ist. Würfel dazu? Es kommen mehr Würfel, im Prinzip immer ein rosafarbener Würfel pro Karte, Also die wir warte ganz gespielt kurz. haben. Das ist ja gerade mein Würfelwurf gewesen, ne? Genau, der gilt für uns alle. Deswegen sind wir alle einen Schritt gegangen. Und Genau, wenn jetzt das jetzt gewesen entscheidet. wäre? Dann wäre keiner von uns einen Okay. Schritt gegangen. Jetzt entscheiden wir uns, ob wir weitere Karten spielen. Natürlich, Nach auf rechts oder jeden. oder nach links und dann kommen Nicht so neue Würfel flotti, dazu. nicht so Okay. flotti tarotti hier. Jetzt müssen wir entscheiden, ne, wo ich sie Genau, hinspiele. Aber ich genau. kann jetzt rechts, dann links, dann rechts, dann links spielen. Genau, du Immer guckst. schön. Oh, ich Naja, aber du fühl's. weißt ja nicht, in welche Richtung du dir dann deine Balance hier entwickelst. Das hängt ja von dem Ja. Würfel hier ab. Also ist auch egal, wo ich die jetzt hinbewege. Ich habe das jetzt gerade noch nicht so. Ja, wenn du Du jetzt kannst wieder eine hier entscheiden. Ja. hinspielst, aber dann kannst du dir wieder den Pfeil aussuchen, oder? Oder musst du den Pfeil nach rechts Deswegen, ich kann es nehmen? mir doch eh aussuchen. Ist das jetzt im Moment nicht egal, in welche Richtung ich meine Karte Wenn lege? du jetzt die Karte nach rechts legst, musst du den rechten Pfeil benutzen. Wenn du die Karte nach links Genau. legst, dann musst du den linken Pfeil Oh. benutzen. Deswegen möchtest du vielleicht, Brain. Genau, ich lege das hier Erstmal. hin. Genau. Genau, jetzt drehen wir die alle rum und passen im Prinzip uns oder führen die Effekte aus. Ich gehe 3 Schritte nach links mit meinem Marker. Ich gehe zwei nach Ich gehe rechts. zwei nach links. Kriege eine Kiste. Noch eine Kiste. Aber ja, So, du jetzt hast wird so ein viele Würfel Würfel. hinzugefügt, weil wir halt mit zwei Karten jetzt schon spielen. Würfeln das. Oh, schön. Und Das bleiben einfach habe ich. stehen. Genau, machen das Ganze jetzt Wunderbar. nochmal.
3. Ja, nach meinem Fiebel kommt jetzt auf jeden Fall mein Kickflip. Ich spiele das mal nach rechts. Moment, Moment. Ich... Also habt ihr verdeckt, ja, ne? Genau. Ja, kann man auch. Aber rein theoretisch hätte man jetzt auch aufhören können, ne? Du hättest auch aufhören können, genau. Hättest landen können, dann würdest du hier, wenn du als erstes aufhörst, kannst du dir als erstes von den drei Landungsboni einen aussuchen. Und bist dann hier beim Rumskaten als erstes dran. Okay. Ich spiele nach rechts. Eins, zwei und ich kriege eine Flamme. Boah, da falle ich ja gleich aufs Maul. Warte mal. Jetzt hoffe ich nur nicht, dass wir zweimal nach links gehen. Nee, warte mal, ich spiele, glaube ich, lieber nach links. Du bist so ein Risikosucher. Ich spiele lieber nach links. Und nehme hier zwei von diesen. Hast du die gespielt? Nein, die. Ah, die war davor und dann die. Okay. Genau, jetzt haben wir schon drei Karten gespielt. Das heißt, wir würfeln mit drei Karten. Mit drei Würfeln? Ja, mit drei Würfeln. Bitte nicht nach rechts. Ja, obwohl. Bitte nicht nach rechts. Mir ist es fast egal. Ja. Bitte nicht nach rechts. Oh, ein fällt nach links. Das ist doch wundervoll. Das ist auf jeden Fall wundervoll. Wofür sind die Flammen nochmal gut? Die Flammen, das ist eine Währung, mit der du gleich Sachen kaufen kannst. Okay, nice. Genau, die würde ich, an deiner Stelle würde ich die holen. Und die Symbole oben waren nochmal wofür? Die Symbole sind gleich fürs Rumfahren wichtig. Mm, okay. Ne? Du kannst dann, darauf hast du jetzt gerade gar keinen Einfluss, weil du mit allen Handkarten rumfahren kannst. Genau. Obwohl, nee, ich gehe mal auf Nummer sicher. Ich muss auch mal zeigen, wie es ist, wenn man auf Nummer sicher geht. Genau. So, ich gehe wahrscheinlich... Oh, ich will das eigentlich machen. Ich hoffe, ihr fällt. Okay, ich lande. Ich habe zuerst, oder ist es egal? Also willst du auch landen? Ich will auch landen. Genau, wenn jetzt zwei Spieler... Warte mal, ja, willst du eine Karte spielen oder willst du auch? Ich habe schon eine gespielt. Hast du eine gespielt? Ach, genau, wir wollen jetzt beide landen. Dann wird geguckt, von der Krone aus, wer wollte zuerst landen. Mhm. Dann kannst du dir jetzt hier einen Bonus aussuchen. Du kannst also entweder einen Marker nehmen, dann bist du nachher beim Rumfahren als erstes dran. Ja. Oder nimmst dir zwei Feuerflammen, mit denen du dir was kaufen kannst. Oder nimmst dir so einen Marker. Das ist im Prinzip ein Joker, um dich nachher bewegen zu können. Du brauchst nämlich für jedes Feld, über das du fahren möchtest, brauchst du eine Karte mit diesem Symbol. Die haben hier oben links immer die Symbole. Also entweder so eine Straße oder so eine... Wenn ich auf das Feld fahren will, brauche ich diese Straße, dieses Symbol. Genau. Krieg ich neue Karten? Am Ende des Zuges, wir werfen die alle weg und ziehen dann fünf Karten nach. Genau, ich möchte zuerst fahren. Du möchtest zuerst fahren. Also du bist grün, das heißt, du gehst hier runter, kannst jetzt entweder hiervon einen Marker nehmen, hiervon oder hiervon. Kannst du aussuchen. Warum fahren wir jetzt? Sorry. Noch nicht, wir landen jetzt gerade erstmal nur. Warum? Weil wir Angst haben, dass wir aus der Balance kommen. Nö, ich will weiterspielen. Dann verlieren wir nicht. Ja, du kannst auch selber. Dann verlieren wir nämlich, wenn wir auf die Fresse fliegen, verlieren wir die Hälfte unserer Flammenmarker abgerundet und müssen eine unserer Karten wegwerfen. Okay. Das kostet also drei Flammen, gesagt, ja. Was sind das für, also wofür ist das? Das ist einfach eine Mehrheitenwertung am Ende. Wenn du hiervon die meisten hast, kriegst du 8 Punkte, Zweitmeister 4. Okay, und gehst hier unten hin, ne? Ich bin auch gelandet, ich gehe hier hin, krieg 2 Flammen. Ach, deswegen die 1. Genau, weil du gleich als erstes dran wirst. Ich nehme 2 Flammen und Ben, du hast da, glaube ich, noch eine Karte gespielt. Mhm. Ist 3 Schritte nach links gegangen. Mhm. Und jetzt würfeln wir mit. Ein Schritt nach rechts. Ein Schritt, ja, stimmt. Ich will ja die Balance halten. Ja, das kann jetzt natürlich. Kann nach hinten losgehen. Das ist eine 2/3 Chance, dass. Oh. Weißt du nochmal? Habe ich irgendwas davon, wenn ich viele Karten spiele? Ja, du kriegst nämlich hier in diesen Leisten, gut, dass du fragst, du kriegst hier, siehst du die Leisten, die korrelieren auch mit den Farben auf den Tricks. Du kriegst dann pro Trick, den du gemacht hast, in der passenden Farbe die Anzahl der Siegpunkte, die du dort siehst. Mhm. Ich habe auch gar keine blaue Karte gesehen. Ich passe. Dann du landest. Ich lande. Du landest, genau. Das heißt, du kriegst hier so einen Marker. Das hier so ein Marker, das ist im Prinzip ein Joker. Das finde ich wissen, ich war ja früher Skater. Ich kann das hier alles, also wenn ich jetzt noch ein bisschen fitter wäre und so. Ja. So. Jetzt können wir, jetzt haben wir die Möglichkeit, unsere Skills anzupassen. Ihr seht hier links, das sind im Prinzip die Kosten, die wir bezahlen müssen, um den Marker hochzuschieben. Und das ist dann gleichzeitig der Multiplikator für unsere Tricks. Das heißt, ich zeige jetzt einfach mal mein Beispiel. Ich habe ja 3 Tricks gespielt, die sind alle gelb. Das erkennt man auch in der Hintergrundfarbe. Das heißt, du müsst jetzt hier 2 Flammen bezahlen, um bei gelb auf Stufe 2 zu kommen. Das mache ich einfach mal. Mhm. Okay, dann bin ich dabei auf Stufe 2. Das können wir alle machen. Und dann kriegen wir Punkte für die gespielten Tricks. Du musst es nicht machen, du kannst es machen. Kurze Frage, ich habe ja jetzt nur eine gelbe. Gelb kann ich nicht. Da kriegst du einen Punkt auf jeden Fall und bei Rot würdest du auch einen Punkt pro Trick kriegen. Du könntest jetzt nicht, natürlich noch Rot pushen, dann würdest du 4 Punkte für Rot kriegen und einen für Gelb. Also 5 Punkte für deine coolen Tricks, die du gerade gemacht hast. Ach, man kriegt jetzt pro Runde pro Trick, Punkte. Genau, kriegst du jetzt Punkte. Ja, dann geh ich doch mal auf Rot. Aber dann kannst du keine Items hier mehr einsammeln. Ach so, warte. Items sind diese komischen Dinger hier. Genau. Das sind die sogenannten Goal-Tokens, die Ziel-Tokens. Dann warte ich noch. Nee, dann warte ich. Dann wartest du noch. Ben, möchtest du irgendwas pushen? Ich habe hier 3-mal das. Gelb, genau, und 1-mal rot. Das heißt, ich kann jetzt 3 Schritte hochgehen? Du musst immer für das Feld, auf das du kommst, die Anzahl an Flammenmarkern ausgeben, also für Stufe 2. Flammenmarker? Das sind die hier. Du hast auch nur 2. Und die waren jetzt der Fett-Kohl-Frage gerade. Wofür war das nochmal gut?
wie man die Flammen kriegt oder wofür die gut sind? Wofür die Schritte gut sind. Das ist der Multiplikator für die deine Tricks. Also jeder Trick ist erstmal am Anfang des Spiels ein Siegpunkt wert. Wenn du jetzt bei dir gelb pushen würdest, würdest du für jeden gelben Trick 2 Siegpunkte kriegen. Behalten wir die Karten, machen wir Deckbau oder? Nee, wir hauen den alle weg und ziehen 5 Karten nach. Zufällig. Ja. Also mache ich einfach irgendwas und weiß ich, warum genau. Es kommt. Geil, dann würde ich auf jeden Fall auf dem Gelände skaten, muss dafür 2 hier ausgeben, 2 Flammen ausgeben. 2 Flammen bezahlen. Die Karten kommen gleich weg. Mhm. Brauche ich die Flammen noch für was anderes? Ja, um dir hier solche Sachen einzusammeln. Hierfür würdest du 2 Flammen brauchen, hierfür 4 Flammen. Du kannst immer und dafür gibt es nur Punkte am Ende, ne? Mehrheiten. Mehrheiten. Diese Marker, die auf dem Spielfeld liegen, haben auf der Rückseite noch Boni. Boni sind doch sehr attraktiv. Wie weit fahre ich gleich? Du kannst gleich mit all deinen Handkarten ein Feld pro Symbol fahren. Mhm. Du musst aber gucken, dass die Symbole halt mit den Feldern übereinstimmen. Mhm. Und du hast gleichzeitig noch 2 Bonusmarker, mit denen du einfach wie einen Joker hast und da drüber fahren kannst. Also will ich jetzt noch gar nicht so weit fahren, weil die das sage ich gleich. Du willst tendenziell doch schon weit fahren, weil du hier in den Ecken, du siehst ja außenrum steht einmal Skater. In den Skater-Ecken kannst du nämlich Boni freischalten. Da musst du nichts machen, du musst einfach dorthin fahren, dort gewesen sein. Dann drehst du das entsprechende Buchstabenfeld hier oben um. Also wenn du zum T fährst zum Beispiel, drehst du das DT um. Ah. Wenn du es am Ende geschafft hast, zu allen 6 Orten gefahren zu sein, kriegst du 10 Siegpunkte. Mhm. Und du kriegst den damit verbundenen Effekt. Das heißt zum Beispiel hier kriegst du bei Plus, kannst du deinen Marker rumdrehen. Ach so. Dadurch wird deine Leiste, also hatte ich falsch rüber, nee, warte mal, ist das der richtige Marker? Ah, du nimmst den Marker runter in dem Fall. Dadurch wird deine Leiste länger, bevor du auf die Fresse fliegst. Das ist bei T rechts, genau, nimmst den Marker runter. Wenn du hier hinfährst, bei E, dann kannst du diesen, warte, welchen kannst du denn rumdrehen? Genau, dann kannst du den Marker rumdrehen, dann werden die Kosten, um das abzugraden, geringer. Dann drehst du den Marker auf die Rückseite, genau, dann geht es einfach einen runter in den Kosten. Wenn du hier hinfährst, spielst du diesen Marker hier, ein Feld nach innen. Dadurch bekommst du schneller Special Tricks. Hättest du jetzt nämlich noch hier, warte mal, wo hast du die letzte Karte hingespielt? Da, ne? Ich glaube, einen da, ich glaub, einen da genau. Ja. Hättest du da noch eine Karte hingespielt, hättest du vom Special Trick eine Karte gezogen und hättest sie hier unten in deine Special Tricks Slots gepackt. Da kannst du mal 2 Karten hinlegen. Bleiben die dann? Die bleiben erstmal dort liegen und die kannst du statt einer Handkarte spielen. Und die geben dir halt irgendwelche coolen Effekte, wie zum Beispiel viele Bewegungen, viel Disbalance oder hier eine zusätzliche Münze für jeden der folgenden Tricks, den du machst. Das heißt, die wirst du dann am Anfang spielen und dann noch mehr Tricks machen, um damit mehr zu kriegen. Und du kannst damit gleichzeitig auch besser fahren. Das sind Special Tricks, die du da bekommst. Oder hier, du scorest deine blauen doppelt. Wie du in dem Teil machst. Also ich möchte dann lieber die Firma aufbewahren. Genau, aber wir sind noch nicht durch. Wir gucken noch hier gibt es das Minus. Das heißt, du kannst hier den Marker runterschieben, dass die Leiste länger wird. Dann kannst du hier hochfahren, um den Marker zu entfernen. Das heißt, du kannst 3 Special Tricks hier platzieren. Mhm. Die behältst du auch über die nächste, also wenn du sie spielst, behältst du auch für die nächste Runde. Mhm. Oder du kannst hier hingehen, um den Double Landing Bonus zu kriegen. Das war der Bonus hier. Dann kriegst du nicht einfach, sondern doppelt. Mhm. Okay. Gut. So. Ich fahre als letztes. Warte, ja. Habe ich da auch einen Vorteil bekommen? Du bist hier drauf gegangen. Ja, du hast den zweiten Joker bekommen. Genau. So, das heißt, wir haben alle unsere Skills hochgesetzt. Jetzt kriegst du Punkte für deine Skills. 1-1-1. Also ich habe ja nur 2, genau. Also habe ich jetzt 3 Punkte. Genau, hast du 3 Punkte gemacht. 1, 2, 3. Ich habe hier gelb 1 hochgesetzt, also kriege ich 6 Punkte. Ben, du hast auch... Ich habe 3-mal gelb. Also genau, 1 Punkt. Rot. Genau, also 4 Punkte. So, jetzt habe ich gerade dich vorgesetzt. Ne? Warte mal, ich bin ja schwarz. Und nicht gelb. Ich bin ja nicht gelb. Also 3, 4. Du kriegst 4 Punkte, genau. Das waren die Skills. Jetzt machen wir die Moves. Und zwar machen wir jetzt die Turns, wie wir uns hier über die Map bewegen, in der Landing Order. Das heißt, du fängst an, Tanja. Kann ich jetzt mich bewegen nur anhand der Karten, die ich noch übrig habe oder alle, die ich habe? Anhand aller Karten, die du hast. Ich nehme sie wieder auf die Hand. Du nimmst sie auf die Hand, genau. Oh. Und beim Rumfahren in der Kombo. In der Kombo. In der Kombo. Also machst du doch aus deiner Kombo. Also nur die 3, die ich jetzt hier benutzt habe? Ja. Oh, traurig. Okay. Genau, weil das deine Kombo ist, ja. So. Toll. Toll. Okay, ich könnte jetzt hier hinfahren. Guckst du ganz kurz? Ja, genau. Also hier, mit Rot. Hier, weil dann hätte ich genau nur die 3. Genau, und du kannst unterwegs immer was einsammeln. Ja, ich kann hier nicht hinkommen, weil ich den blauen nicht habe. Ja, ich habe nur gelb, ich komme auch nicht zuck, weit. Zuck, zuck, zuck. So. Genau, da kannst du 2 Flammen ausgeben. 2 Flammen gebe ich auch aus. Genau. Kriegst jetzt den Marker, den kannst du rumdrehen, erstmal den Effekt abhandeln.
Was ist das? Das ist eine coole Kassette. Ich krieg eine coole Kassette. Ja, und ist 2 Punkte wert. Hier ist Hand Size 5. Ich habe 5 Handkarten, ist das richtig? Ja. Okay. Du hast du alle 5 gespielt? Oder? Nee, nur 4. Genau, dann kannst du jetzt gleich nur die 4 benutzen, die du hattest. Ah, okay. Du könntest jetzt, wenn du möchtest, noch einen Joker ausgeben, um weiterzufahren. Oh. Ah, ich habe kein Geld. Genau, aber um das für später vorzubereiten. Und diese Felder hier außen habe ich euch nicht erklärt. Die ermöglichen es einem nämlich von hier aus direkt zum Big Air zurückzukommen. Und wenn man da drauf ist, dann würfelt man diesen Würfel und bewegt sich so viele Felder in einer geraden Linie. Mm. Genau, kannst du einen Joker ausgeben, der kommt hier oben rein. So, ich habe jetzt natürlich nicht das nicht vorbereitet. Ich habe nämlich nur gelbe Karten. Aber warte mal, ich kann hier hochfahren. Ich bin ja nicht gelb. Eine gelbe Karte. Sie empfehlen auch, die Karten auf die Hand zu nehmen und dann so auszuspielen. Gelb. Mhm. Dann nochmal gelb. Dann gebe ich hier 2 Flammen aus. Hol mir den Marker. Ich kriege auch 2 Punkte. Ich bin ja nicht gelb. 1, 2. Sorry, wenn ich immer sage, ich bin ja nicht gelb. Ich spiele normalerweise gelb. Aber Ben ist, wenn wir zusammen spielen, immer gelb. Den Marker behalte ich. Und dann gebe ich, glaube ich, diesen aus, um hier hinzufahren. Man kann sich auch immer nur ein Token von dem Feld wegnehmen, nicht 2. Und habe noch eine gelbe Karte, mit der ich hier hinfahre. Aber kein Geld mehr. Genau. Achso, das hätte ich. Ah, okay. Man kann, ja, du kannst, genau, okay. Kannst du Joker ausgeben. Also du könntest theoretisch da noch hinfahren, oder? Nee, ich habe keinen Joker mehr. Achso, da hast du benutzt. Sind alles die gut. Oberen oder die unteren die besseren immer? Wahrscheinlich die unteren. Die unteren. Die sind ja auch teurer, die kosten 4. Also, ne? Pro Symbol und haben dabei geben natürlich den Bonus bei den Mehrheiten. Das heißt, ich will jetzt den Spraydosen fahren eigentlich. Wenn du die Spraydosen gewinnen willst, ja. Das ist aber gar nicht meine Richtung. Hat denn aus dem Chat schon jemand Skates Hammer gespielt? Ist das hier, ist das das Flammen oder ist das? Nee. Das ist diese. Ach, ist das eine Klinge oder? Guck mal, wie sie die nennen. Nur Double Goal und Single Goal. Und vielleicht auch Namen. Die werden nicht bezeichnet. Na, die Klinge ist die wichtig, vielleicht die Schulklinge. Das kann sein, aber hier bleibe ich einfach, die behalte ich, ne? Die gebe ich nicht ab oder so? Genau, die sind einfach am Ende für die Wertung wichtig. Mhm. Ah, okay. Habe ich auf die falschen Ressourcen gesetzt? Also wenn man hier hinfährt, kann man einen seiner ungespielten Special Tricks, wenn er hier noch liegen hat, die muss man nicht wegwerfen, kann man den benutzen, um sich dahin zu beamen, zum Big Air. Und von da aus kann man dann halt hier mit dem Würfel in gerader Linie. Okay, aber einfach, hier sein, dann schalte ich das Ding frei, ne? Genau. Okay, so, dann einfach hier bei diesem Beam. Du gehst dahin, gibst einen Special Trick aus, den du vielleicht vorbekommen hast, und wirst dadurch in die Mitte gebeamt. Dann gebe ich den hier aus, um dorthin zu fahren, da kriege ich leider nichts. Dann fahre ich hier hin und dann fahre ich da hinein. Genau, jetzt kannst du links den Marker. Dann mache ich das S frei und dann kann ich den hier wegnehmen. Ne? Genau, machst du den Marker, genau. Und der kommt einfach weg. Ne, den drehst du rum auf die andere Seite, auf den Haken, genau an der Stelle. Mm. Wenn du da alle 6 aktiviert hast, dann kriegst du 10 Punkte. Wow, am Ende nice. Jetzt kann ich ja noch meine letzte Karte spielen. Warum soll ich es nicht tun? Genau, ja, du willst eigentlich weiterfahren. Um hier ins Skaten. Ja. Cool. Genau. So, das heißt, wir sind alle rumgefahren, ne? Moves. Mhm. Jetzt ist Round Egg. Wir gucken, ob irgendjemand von uns 50 Punkte erreicht hat. Hat niemand erreicht. Ganz dann knapp. Retrieve unsere Landing Markers. Also die hier gehen wieder runter. Wir resetten unsere Balance. Also das geht in die Mitte. Wir können jetzt noch Tricks von unserer Hand wegwerfen, wenn wir möchten. Und ziehen dann auf 5 Handkarten auf. Das Handkartenlimit kann man halt hier auch auf 7 erhöhen. Mhm. Okay, jetzt gucke ich mal, ob ich da... Wer bin ich? Bin ja nicht gelb. Ich... Will ich die behalten? Ja, ich behalte die mal. Zieh 3 Karten nach. Genau, wenn du ziehst auf 5 Handkarten nach, die du gespielt hast, musst du aber wegwerfen. Ja, warte mal. Ich weiß gar nicht mehr, welche ich gespielt habe. Wenn du möchtest, du kannst sie auch wegwerfen. Also warte mal, die ich gespielt habe, die muss ich weglegen. Mhm. Ja toll, jetzt weiß ich gar nicht mehr, welche es waren. Hatte ich 2x gelb oder 2x rot? Kann ich nicht mehr sagen. Schießen, Dreck. Ich habe auf jeden Fall Impossible gespielt. Impossible. Und dann habe ich... Meine Güte, Silber ist echt nicht bei unserem Geld. Was? Das habe ich mir nicht geholt, das Spiel. Ich glaube, ich hatte 2x Geld. So, die kommen weg.
Das mit den Würfeln erklären wir gleich mal, wenn wir das machen. Das ist relativ mit easy. Mit den Würfeln hier? Ja. Ja, das wird jede Runde gleich. Das ist einfach nur so ein Push-Luck-Element, der halt diese, das Gleichgewicht symbolisiert und darstellen soll. Was ziehe ich denn für Karten? Es gibt doch drei Symbole, oder? Ich habe immer nur zwei auf der Hand. Genau. Genau, und hier bei den Feldern, ne, heißt es auch mal Y in this Hex. Also das kann man auch, wenn man da jetzt schon in einen Zug reingefahren ist und dann wieder dran ist nachher mit dem Rumfahren, kann man da auch dann halt die Flammen ausgeben und dann erst losfahren. Also du musst nicht dort reinfahren, es dir holen, sondern du kannst jetzt auch deinen Zug, wenn du jetzt, ne, wenn du es hier geendet hättest, keine Flammen mehr gehabt hast, dann kannst du auch dann im nächsten Zug dir hier noch eins kaufen. Gibt es eine Regelung, wenn man nur die gleichen Karten auf der Hand hat? Warum brauche ich dafür Flammen? Weil du immer weil du Geld sozusagen brauchst, um dir die Kisten zu kaufen. Du musst halt mit Flammen, ja, du brauchst Flammen für alles. Ich kann die mit Flammen kaufen. Ja, genau. Ich dachte, mit den Symbolen hier. Nein, das sind die Symbole. Du brauchst die Symbole, um die Mehrheitenwertung am Ende zu gewinnen. Achso, also hätte ich jetzt hier, das hätte ich mir holen können. Genau, und vorbeifahren kannst du es kaufen, genau. Klar. Und kriegst du einen Bonus auf der Rückseite. Gibt es wirklich zwei Punkte, wo man die gleiche Farbe auf der Hand hat? Ich guck mal nach, aber ich habe, glaube ich, bisher keine gelesen. Genau, Ben hat zwei Punkte gekriegt. Do a trick. Die Würfel haben wir benutzt. Ja, yeah, das machen wir gleich auch wieder. Und das ist noch ein Big Air, den lege ich jetzt mal rein als Erinnerung, dass wenn man hier hinkommt, dass man da den Big Air würfeln kann. Vorher fragen, wo ist denn der Würfel, was ist der Big Air Würfel? Mhm. Genau, der schwarze. Du wolltest jetzt gucken, wenn man nachzieht und halt schlechte Karten gezogen hat, also ob man dann... Ich habe jetzt eine Hand voller Roter. Mhm. Es gibt ja manchmal solche Regelungen, dass man das ändern kann. Ja, ja. Leider nicht, leider ja nicht, weit. Leider nicht. Cool. So, das heißt, wir suchen uns wieder einen Trick aus, den wir machen. Ja. Vier links. Also gehe ich wahrscheinlich erstmal nach rechts. Ach, das ist ja auch wieder links. Warum ist denn das alles links? Dann machen wir blank nach rechts. Okay. Shaker, ich mir gibt meinen Trostdaumen. Vielen Dank. Dankeschön. Ich mache erstmal einen 360-Flip. 360. Ich mache einen Blunt. Bewege mich zwei nach rechts und dafür kriege ich zwei Flammen. Ich nehme mal zwei Kisten. But I'm not on fire. Ja. Genau, jetzt würfeln wir einen weißen Würfel, um die Richtung festzulegen und einen rosafarbenen Würfel, um zu gucken, in welche Richtung wir kippen. Mhm. Also ich bin schon zwei nach rechts gegangen. Bitte nicht nach rechts. Ja, ja, das habe ich auch gerade gedacht. Auf gar keinen Fall nach rechts. Auf gar keinen Fall nach rechts. Nur nach links. Kein Plus. Zack. Plus, aber nichts passiert. Alles super. Cool. Mhm. Das heißt, ich halte die Balance und jetzt geht's los. Geh ich richtig Wo möchte ich denn gerne langfahren? Achso, ich habe ja wieder. Ah ja, dann muss ich ja den mal spielen. Wir können es eigentlich offen hinlegen, ne, mal sehen. Mhm. Dann mache ich einen 50-50 Siren Drop. Ich mache den Laser Flip. Drei. Mhm. Und eine Flamme. Nice. Ja. Eine Flamme. Eine Flamme pro Pfeil. Pro Pfeil? Mhm. Oh. Jetzt noch mal nach. Die Pfeile genommen. Ja, ich glaube schon. Dann hätte ich auch mal eine Flamme. Ja. Ja, ich spule es nicht zurück, aber ja, ich hätte schon ein paar mehr Flammen gehabt. Gemacht. Genau, jetzt würfeln wir mit zwei Würfeln, weil wir alle zwei Karten gespielt haben. Ne? Das ist mal der weiße Würfel plus rosa Würfel, die Anzahl der gespielten Karten. In welche Richtung wollt ihr jetzt umfallen? Plus, minus. Oh, bei mir wackelt es ganz schön. Das war gefährlich. Minus ist okay. So, dann spiele ich doch mal. Das ist nicht okay, das ist auch nicht okay. Dann mache ich einen Late Flip. Late Flip? Mhm. Kurz vorm Landing, oder? Kurz vorm Landing. Ich mach noch einen Blunt, den kann ich schon, den habe ich eben gerade schon gemacht. Dann gehe ich zwei nach rechts und krieg zwei Flammenmarker. Aber jetzt kriege ich nur einen. I'm on fire. Milch. Genau. Milch. Eine Milch. Ja. Pausenmilch. Genau, so, jetzt haben wir alle drei Karten. Bitte keine Minus. Oh, warte, das zählt noch nicht. Oh, Plus war schon gut. Ja, ja. Also ich kann nicht umkippen. Wer von euch kann alles umkippen? Ich. Nee. Kann Ben auch nicht umfallen? Ich kann umfallen. Mit Minus. Oh, nee, das war noch, ja, ja, bist noch bin, drin. Ich bin voll high. Bist voll high. Heil. Das passt zum Thema. Special Trick habe ich nicht. Dann kommt hier noch ein Indie Nosebone. Obwohl, hier würde ich noch eine. Kickflip. Mache ich noch einen Kickflip? Obwohl, ich kann auch einfach aufhören. Oh, dann würfeln wir jetzt gleich mit vier Würfeln. Ich will nicht aus der Balance geraten. Ich auf. Ich hatte mal so einen Basketballspieler, warum auch hatte man wirklich auch eine Flamme unter sich, wenn man on fire war. Wenn man halt heiß gelaufen ist, das kann ja auch passieren.
Die coolen Kassetten fehlen, aber hier sind Kassetten unter den Markern, die sind Kassetten drunter. Wir haben auch schon welche eingesammelt. Ne, jeder von uns hat, glaube ich, so eine Zweierkassette eingesammelt. Ich weiß nicht, ob alle zwei Punkte sind. Ich ja, die Zweiermarker scheinen. Ah, doch nicht, okay. Also ich habe aufgehört. Kann ich dann mir jetzt was aussuchen? Moment, ich habe noch nicht aufgehört. Entschuldigung. Ich will. Oh, ich habe noch den Nosebone jetzt. Wie viele Spraydosen habt ihr denn so? Ja, schon so einige. Zwei. Übrigens, Friendly Ties, also wenn zwei Spielende den, die meisten haben, kriegen sie beide 8 Punkte und auch der dritte würde in dem Fall dann 4 Punkte kriegen. Ich habe Angst umzufallen, aber ich mache mal trotzdem noch einen Kickflip. Kickflip. Ein Schritt nach rechts und ich kriege eine Spraydose. Aber könnte ich jetzt aussuchen? Jetzt, genau, jetzt bist du ausgestiegen, jetzt nimmst du deinen Marker und legst noch einen. Joker. Nimmst den Joker da oben. Okay, bist danach als drittes dran. Wir haben 4 Karten, glaube ich, jetzt gespielt, Ben, ne? Ich habe 4 gespielt, ja. Ich kann, auch. Also du müsstest jetzt schon ganz schlecht würfeln. Naja, wenn ich 4 rechne, bei rechts. Oh, oh, bitte euch. Ja, wir sind halt geübt. Genau, cool, ja, NBA Jam, ja, oh, das habe ich auch gespielt, ja, ist so gut. Auf der Playstation, ne, ja. So, was mache ich denn jetzt? Mache ich noch Front Foot Impossible nach meinem Kickflip? Was ist, wenn ich stürze? Dann verlierst du die Hälfte deiner Flammenmarker abgerundet, wirfst eine deiner gespielten Karten weg und landest. Okay, cool, ja, dann. Push your luck, Spieler, Ben, bist du voll dabei. Ja, aber hallo. Da geht's weiter. Nee, ich bin nicht dabei, ich bin on fire. Ich gehe auch 2 nach links und bin auch richtig on fire, krieg 2 Feuermarker, aber jetzt fliege ich bestimmt aufs Maul. 5 Karten. Würfel mal nicht 3 Minus. Ja, 4 Plus wären gut. Ich kenne euch die Minus. 4 Plus. 4 Minus. 4 Minus. Okay, also ich bin ja richtig 1, 2, 3, 4 richtig schön auf die Fresse geflogen. Wow. Das heißt, man muss jetzt, welche muss man bailing? Auf oder abgerundet? Wahrscheinlich aufgerundet. Die letzte Karte, die man gespielt hat, wirft man weg. Genau, abgerundet die Flammen. 2, 4, 6, also genau 3 bei mir. Abgerundet? Abgerundet, ja. Abgerundet, also nur 2 von 5. Ich hatte aber 6, ja. Und dann jetzt den Landemarker, wir sind beide gleichzeitig auf die Fresse geflogen. Ich platziere meinen schwarz, ich bin ja nicht gelb, dahin und nehme mir 2 Flammen. Warum tust du es zuerst machen? Weil ich den Marker hier habe. Shotgun. Mhm, genau, du kannst jetzt aussuchen, was du haben willst. Eine Kiste, um deinen Ärger drin zu vergraben, ein Spray, um dir das Leben farbiger zu machen oder so eine Klingel, um einfach wach zu werden. Also du machst hier gar nichts? Du bist ein bisschen der Sprayer, ne? Immer so ein Spray. Okay. So, jetzt können wir wieder hier die Marke ausgeben, die Flammenmarke, um den Wert hier zu pushen und dann Punkte für unsere Tricks zu kriegen. Aber ich will mir auch hier coolen Scheiß einsammeln beim Rumfahren. Da hat so 2 Kisten. Ich finde es geil, wie Spiele es heute schaffen, immer wieder ihr Thema einzufangen. Ich muss nur dringend das IT-Spiel zuschicken lassen. Mal gucken, wie sehr ich dann telefonieren will. Genau, Chef. Deswegen habe ich es auch am Anfang nicht komplett durcherklärt. Das ist halt beim Spielen irgendwie sich selbst erklärt. Das ist bei dem Spiel, glaube ich, ganz einfach. Bei manchen Spielen kann man ja auch einfach mal anfangen. Genau. Man muss es ja nicht gleich strategisch ausprobieren, ein bisschen. Nee, wir sind ja hier, um es kennenzulernen, ein Gefühl dafür zu kriegen. Was hat man davon, wenn man diesen Würfel nimmt? Dann fährst du in gerader Linie so viele Felder. Genau, du fährst halt auf eine hohe Rampe und dann katapultiert die dich halt ziemlich weit. Dafür muss ich auch nicht diese Karten haben. Genau. Okay. Aber du musst halt, du kommst halt, entweder fährst du auf normalen Weg dort. Fährst auf normalen Weg dorthin. Du musst aber hier auf diesem Feld einen Special-Trick ausgehen, den du noch hier unten liegen hast, um dich dorthin zu bewegen. Genau, so pushe ich das jetzt. Ich bin ja vorne, ne? Also pushe ich mal meinen 4, 6, 8. Ja, ich pushe mal meinen roten Wert um 2 auf eine 2. Ben, möchtest du einen deiner Werte pushen? Du kannst auch mehrere Werte pushen. Da muss ich ja Flammen ausgeben, ne? Wie rate ich das nochmal ab, indem du hier entfernst. Das sind so die Marker. Ja, wo ich gerade in der Nähe bin. Genau. Ich möchte gerne das hier pushen für 2 Flammen. Genau. Okay. Nee, ich brauche das Geld für die Kisten da hinten. Okay, und jetzt guckt dann, wie viele Tricks habt ihr gemacht und multipliziert das mit dem Wert hier links. Traurig. 2, 4, 6, 7. 1, 2, 3. Die 7 bitte auf die 13, die gelbe auf die 13. Okay, und ich kriege hier 2, 4, oder wie viel habe ich gespielt? 4, also 8 Punkte. Da zieht er wieder vorbei. 8 Punkte für die Kombos. Genau. Wo bekommst? So, jetzt ist Ben, du bist erst dein Landing Order. Ja. Du bist zuerst gelandet oder bist auf jeden Fall auf der Leiste gelandet. Am weitesten unten, das heißt, du kannst jetzt rumfahren. Am besten nehmen wir unsere Kombo-Karten auf die Hand. Genau, das sind jetzt die Karten, mit denen wir uns bewegen können. Hier kriegt man wann einen Bonus, wenn man den da kriegt, ja? Wo hier? Den hier. Welchen meinst du, diesen Marker? Ja. Den kannst du ausgeben, um... Wie habe ich den bekommen vorhin? Den hast du von Anfang an auf dem... Du warst hier. Okay, dann darf ich noch einen. Und dafür, genau. Alles klar. Das kriege ich gleich einmal, glaube ich, ne? Achso, bist du da drauf gegangen? Haben wir nicht gegeben? Ja. Nee. Ja, genau.
Ich habe ja Joker. Richtig wunderschöne Karten. Ja, ich habe ja keinen gelben. Ja, rote Karten. Also ich fahre mal ein Richtung Rot. Du fährst ein Richtung Rot nach unten, ja. Dann fahre ich ein Richtung Blau. Ja, gibt's. Dann fahre ich ein Richtung Blau. Hier runter, um das R umzudrehen, hier oben bei Skater. Das bringt mir was? Das, na, dass du näher bist an den 10 Punkten. Mehr nicht? Kriegst du nicht das hier? Und, genau, nein, den, das ist doch bei dem anderen. Den ich hier, ne? Genau, kriegst den Bonus und kannst den Marker nach innen schieben. Beide und nur den einen? Ja, ich glaube, also beide, weil es das vielleicht nicht nochmal gibt. Genau. Das heißt, man kriegt schneller Special Tricks, wenn man da was. Welchen Bonus? Spielt. Da gibt es sonst keinen Bonus, ne? Oder krieg ich den Bonus auch? Den kriegst du beim Stern hier oben. Na, ein Stern. Wo sind, okay. Und jetzt kann ich noch weiterfahren, ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall fahre ich noch Richtung Rot. Und dann chill ich da. Okay. Dann, die Karte muss ich jetzt trotzdem nachher abschmeißen, weil ich die gespielt habe, kann ich auch die auf Hand behalten. Nee, die spielst auch, die haust auch weg. Okay, nur die, die ich gar nicht gespielt habe. Genau. Nein, so. Moin, Format C. Auch endlich mal privat getroffen. Kollege aus Bremen, Karl. Ich gebe zwei Flammenmarker aus, weil ich hier die Kisten nehme. Die Kisten geben mir den. Oh. Den Joker-Marker. Dann fahre ich ein Feld hier hoch, um Bremen, den Cinemax. Doppelten Landing-Bonus zu kriegen. Das letzte Wort habe ich Cinemax. Ab jetzt. Ja. Dann fahre ich. Ich habe kein Feuer mehr. Habe ich auch schon ausgerichtet. Ich habe nur noch einen Marker. Dann fahre ich mit dem roten hier rüber. Mit dem gelben darüber und mit dem gelben darüber. Genau. Wir sind hoffentlich auch irgendwann mal wieder in Bremen. Lange nicht gewesen. Okidoki. Ist ja fast schon bei mir oben in Bremen. Man hört dich nicht so. Ihr seid auf den. So. Ich gehe mit Rot, weil ich habe nur Rot. Hier. Werde mir die zwei ausgeben. Ja. Um mir den hier zu nehmen. Der mir. Was bringt der? Der bringt dir sofort einen Special Trick. Ah! Genau, den kannst du hier unten dann hinlegen. Ach so, das stimmt. Den kannst du dann später irgendwann spielen, anstelle einer Karte auf deiner Hand. Next, ist das jetzt Minus oder einfach nur dieser Würfel allgemein? Oder? Genau, du würfelst, suchst dann für dich aus, ob es Minus oder Plus ist, aber ne, der. Immer oder einmalig? Einmalig legst du dann hin. Genau, dann kannst du einmalig den Effekt ausführen. Aber ist das dann, sind das dann diese drei Sachen? Also diese drei Schritte? Oder ist das allgemein quasi? Das ist egal, wie viele Schritte. Verstehst du gerade meine Frage? Ich kann sie nicht formulieren. Nachdem du den gespielt hast, wird der gewürfelt. Ja. Und dann suchst du dir auf dem Würfel aus, ob es rechts oder links ist. Okay, so. Dann, weil ich ja kein Gelb habe, gebe ich. Wo ist mein Joker? Da. Gebe ich den Joker aus, um hier hinzukommen. Das ist der erste Special Trick im Spiel, ne? Ja, wenigstens etwas. Und dann habe ich den hier abgegradet. Das ist doch schön. Weiter komme ich nicht. Ah, genau, deswegen ist da ein Sternchen dran, weil du entscheiden kannst, wie weit du dich bewegst. Entweder ein, zwei oder drei Pfeile in die Richtung. Achso, dann bereite ich einfach vor, ich gehe noch hier hin. Und das war's. Dann haben wir uns, glaube ich, alle bewegt, oder? Ja. Okay. Dann hat irgendjemand mehr als 50 Punkte? Nö, dann heißt die schieben wir runter. Resetten unsere Balance. Genau, hier oben. Drehen zurück, ziehen zurück auf 5 Karten. Und Ben ist neuer Pro Skater. Wer hier die Krone hat, ist der Pro Skater. Nice. Das heißt, ich gebe dir auch schon mal die Würfel rüber. Danke. Einen habe ich gerade runtergeschmissen. Wir müssen am Ende der Woche eine Umfrage stellen, ob sich Leute wegen uns noch Spiele geholt haben. Oh ja, oder und über einen Partnerlink. Das heißt, oh, Partnerlink. Das willst du als Umfrage erstellen? Du Fragen am Ende. Achso. Ich glaube, eine gute Frage mal morgens im Recap oder so. Ja, aber in der Woche macht es am meisten Sinn. So, jetzt sind wir in der nächsten Runde. Du meinst nicht jetzt, du meinst. Naja, nicht jetzt. Genau. Ich überlege, ob wir es ab morgen vielleicht lassen, im Vorfeld zu sagen, was wir versuchen zu spielen. Viel geschafft. Wird ja immer von ab. Ich glaube, dieses Kletterspiel war. Hattet ihr das auch vorher? Nein, habe ich gesagt, oder? Nein, ich glaube auch nicht. Ja. So, was ist euer erster Trick? Uiuiui, die Farbe. Erstmal gehen wir wieder hier in die Mitte. Wir sind wieder richtig schön im Balance. In die Würfel dabei, ja? Die waren Das ist die, genau, da wirfst du Einwürfe für die Richtung, in die du dich bewegst, neigst und dann ich mache Roast Beef. Die Stärke. Natürlich. Warte, ich muss kurz überlegen. Guten Appetit. Boah,
der ist halt 3 in die Richtung, ey. Der ist aber auch richtig schwierig. Den muss ich, glaube ich, später spielen. Mach euch den 3. Nee, ich mach. Ich will eigentlich nach rechts. Ich spiele mal hier den Casper Flip. Das war wirklich. Da falle ich auch gleich. 2 nach rechts und kriege dafür 2 Flammen. Ich will eigentlich da hoch. Ja. Zack, 2 nach links. Jetzt meinen Arm umzudrehen. Ich fühle das richtig. Hatte ich vergessen. Ich möchte nicht aufsteigen. Erstmal würfeln wir. Würfeln! Genau, du bist jetzt der Würfler. Also weil ich die Pro-Skater bin. Minus. Bam! Okay. 0 nach plus. Ganz kurze Frage. Wenn ich das hier mache, ne? Genau, dann spielst du das statt einer Karte. Genau. Also statt einer Karte aus deiner Hand. Das ist jetzt bei den Würfeln. Also bei dieser Phase mit den Würfeln. Mhm, genau, du spielst sie und beim nächsten, nachdem du sie gespielt hast, kannst du entscheiden, in welche Richtung sich dieser Marker bewegt. Du kannst halt sagen, ja, ich gehe jetzt erstmal noch einen Schritt nach da und dann würfeln wir und dann gucken, was das Ergebnis ist. Achso, ich spiele ganz normal jetzt meine Karte, so wie jetzt. Also wie du spielst die Karte, um den zu auszulösen. Du könntest sie aber aufheben und wenn du hier hinfährst, abwerfen, um dann da zum Big Air zurückzukommen. So, in welche Richtung geht's denn? Ja, jetzt mache ich den 50-50. Ich habe einen Ollie Fingerflip. 50-50 Saren Rap. Vielen Dank, Ollie. 1, 2, 3 nach links. Jetzt kann ich aber gleich fast rausfliegen. Dann nehme ich mir mal 3 Flammen. Ja, schon. 1, 2, 3. Ich kann auch nicht rausfliegen. Okay. Das heißt, hast du eine gespielt? Ja, ich auch nicht. Ja. Ich habe einen Ollie Fingerflip gemacht für 3 Fire. Die ist eh nicht an, oder nicht? Ja, ein nach plus. Ja, dieser richtig schön in Balance. Oh, das wird langsam ein bisschen kritisch. Jetzt könnte ich mal vorne ans Board greifen. Will ich das? Ich mache Method. Uiuiui. Nochmal 2 Fire. Entflieht euch Till oder Ben oder Tanja? Ich muss jetzt nochmal ganz kurz fragen. Na, wer liegt vorne? Noch liege ich vorne. Noch. Aber ich falle jetzt mal. Ja, ne, klar. Ich könnte jetzt darauf verzichten, eine Karte zu spielen. Ich könnte sagen, ich werde diese Karte spielen und dann gleich, wenn ihr würfelt. Dann sagst du für dich und für mich ist das ein Plus, Minus oder so. Ich brauche überhaupt nicht auf euch zu achten. Ich kann sagen, ich gehe jetzt 3 hier hin und fertig. Genau. Du kannst aber auch so 1, 2 oder 3. Genau. Du kannst aber, ja. Du bist gerade im Balance, ja. Ich würde dann, um die ganz kurz vorm Landen zu machen. Ich möchte halt etwas spielen, was mich sehr weit nach rechts bringt. Deswegen würde mich die Karte erstmal nach links bringen, sicherheitshalber. Genau, wenn du sie hier hinlegst. Ja, du kannst sie entscheiden. Wenn du da legst, bringt sie nach rechts. Wenn sie hier hinlegst, bringt sie nach links. Nee, ich will ja eine Karte später spielen, die mich ganz nach rechts bringt. Genau, dann kannst du es, ja. Deswegen mache ich dann zuerst diese, die mich nach links bringt. Okay. No. Oh, ich muss ja keine Gefahr haben, dass ihr was würfelt, was mich dann genau. Tötet. Töten, ja. Das ist schön mit dem Totenkopf, ne? Weil nur, wenn man landet und auf die Fresse fliegt, dass man dann gleich. Ich habe 3-mal die gleiche Karte, 2-mal die gleiche Karte. Wie viele Würfel würfeln wir gleich? 3, ne? Mhm. Ja, komm, ich mache mal den Tail Grab. Ja. Ich mache einen Tail Grab. Kriegst du für eine Flamme? Machst du denn? Du machst noch einen anderen. Karl, ich hätte gerne mein Handy. Ja, das würde ich dir gerne reichen. Beim Spielen? Ja, ich mach den. Ja, ich will das Fotos machen. Ich mach den hier. Genau, also ich gehe einfach. 1, 2, 3. Genau, legst du dann auch dann hier oben hin, der ist dann weg. Achso, der ist dann. Ist ja auch ein Trick dann? Also, achso, ja, der zählt dann auch egal für. Profi. Aber beim Scoren. Entschuldigung, beim Scoren musste ich entscheiden, ob er da welche Farbe er annimmt. Und diese Farbe, das finde ich ein bisschen merkwürdig, dass das dann so ist, diese Farbe repräsentiert dann auch die Bewegung. Muss ich mir also merken. Ja. Okay. Wir können natürlich hier die zusätzlichen Marker nehmen, die es hier noch gibt, um uns das damit zu markieren. Hier, guck mal, können die hier nehmen. Okay, also zu merken, was man sich da genommen hat. Ja. Also ich habe es gemacht. Oh, es gibt ja wahrscheinlich Freitag Starship-Captains dann, ne? Stefan. Seid ihr bereit? Skater Boys und Girls. Ich muss da auch nicht achten. Wir müssen eigentlich noch Avril Lavigne anmachen, oder? Deswegen Skater Boy. Gott sei Dank. 3 minus. 1, 2. Titel von Liedern kennen. 3. Warte mal, habe ich mich hier gerade bewegt? Warte mal. Hier habe ich mir Geld genommen. 2 rechts. 3 links. Gott sei Dank habe ich das so gemacht. Ich glaube, ich habe vergessen, ihn zu bewegen, aber warte mal. Ich habe meinen auch gerade vergessen zu bewegen. 2 rechts. Dann war er hier. Hab ich den da hingespielt? 1, 2, 3. Achso. Bei Token, ich hoffe, ihr wisst, wo die dazugehören. Das ist, glaube ich, nur der Überbleibsel. Warte mal. Habe ich den, glaube ich, auf die falsche Seite gespielt und den Token zu viel genommen. Dann war ich da und jetzt kriege ich 3 minus. 3 minus, ne? Tail Grab, so rum. Ich muss sagen, das Spezialflip ist schon ein cooles Ding. Ja.
Ich mache nochmal einen Roast Beef. Ich gehe 3 nach rechts. 2 nach rüber. Und Tailgrab, 2 nach rechts. Und 3 Flammen. Tailgrab. Keine Flammen. So, wie viele Würfel haben wir gleich? 3 oder 4? 4 kommen jetzt. Das heißt, ich könnte sterben. Ey, achso. Oh, Entschuldigung. Na, der verfehlt nur einmal. Also, ne? Bam! 3 minus. Oh, Gott sei Dank habe ich das abgegradet. 1, 2, 3. 3 nach minus. 1, 2, 3. Und ich steige sowas von dann aus. Ja, das ganze Feuer will ich mir nicht hier nehmen lassen. Dann mache ich mal einen Indie nach rechts. Ich gehe nochmal weiter. Oh, warte mal. Dann kriege ich jetzt einen Special Trick. Weil ich jetzt die dritte Karte nach rechts spiele. Den könnt ihr ja gleich noch spielen. Ich habe 9 Flammen. Bitte. Hurricane. Kriege ich auch beides jetzt eigentlich? Warte, ich habe den in die Mitte. Ich kriege nur einen, ne? Was kriege ich da? Ein Special Trick da von dem Deck und legst ihn hier unten hin. Achso, wann kriege ich das? Wenn ich da oben bin. Alles verstanden. Der ist offen. Ja. Backflip. Ist das mal der gleiche? Nee, ist unterschiedlich. Ich habe Hurricane, den hast du, glaube ich, auch gerade. Also. Ist unterschiedlich. Bitte keine vier Blitze. Also ich muss den Marker noch 3 nach rechts bewegen. Ja, ja, wir sind ja schon in der nächsten. Ich habe ja den schon gemacht. Du hast jetzt aufgehört. Ich will aufgestellt. Ich habe den gemacht. Wo möchtest du hin? Für die brauche ich Feuer, ne? 4 Feuer? Ich bin schon nach oben. Also um den zu nehmen, brauche ich 4 Feuer? Mhm. Der hat aber cool bessere Effekte als der andere. Naja. Also, guck mal hier zum Beispiel. Guck mal. Ist das Aufwerten? Schritt. Ja, wenn man das schon gemacht hat. Pech gehabt. Da gehe ich schon mal nicht. Aber du kriegst halt nur die 4. Achso, ja klar, für die Mehrheit. Symbole. Und was? Die bringen mir 2 Zusatzpunkte, ne? Genau, die hat mir die während des Spiels schon gegeben. Ach, genau. Oh mein Gott, trotzdem bin ich so weit hinten. Das ist traurig. Was macht das hier nochmal? Du kannst diese Leiste rumdrehen auf die Seite, wo du weniger Flammen ausgeben musst, um das abzugraden. Ah, ich kann jetzt auch noch hier ausgeben, um das abzugraden. Nee, kann ich mehrere ausgeben, das 2-mal hochzudrehen? Ja. Das ist alles deine Flammen? Mhm. Stark. Also bräuchte ich 9 Flammen, um auf 4 zu kommen. Auf 4 zu kommen. Spielst du doch wieder Trials of the Wind? Dann hätte ich gerne 2 Flammen. Ich lande auf den Flammen. Lande auf den Flammen. Lande auf den Flammen. Das nennst du eine sichere Landung? Ja. Okay, jetzt dürfen wir für uns bitte. Wir haben nämlich 5 Karten schon gespielt, Ben. Das heißt, oh, bitte keine 4. Ja, ja, keine 4. Alles, bitte keine 3. 3 ist okay, wir haben 3 nicht dabei. Es ist keine 5. Na was? Keine 3. Keine 4. Es dürfen keine 4 Bitte sein. 4 plus oder minus? Nee, egal. Ist egal. Ist egal. Dann habe ich eine Nachricht für dich. Wenn es dir egal ist, ich kann es Scheiße. Ich liege auch auf den Maul. Oh Mann! Da ist das Ergebnis. 1, 2, 3, 4. Okay. Bam! Alles so, ich habe es nämlich gefühlt. Du musst den letzten gestillten Trick musst du wegwerfen. Der hier. Genau. Dann verlieren wir abgerundet. Oh nein, ich verliere 3 Flammen schon wieder. Vorhin auch. Das ist hart. Ich kann einfach nicht. Ich konnte als reale Person schon nicht. Und hier im Spiel kann ich es noch viel weniger. Irgendwelche coolen Tricks machen und landen. Ich habe mal Tony Hawk's gespielt. Siehst du? Okay. Muss man da auch rumfahren und verschiedene Sachen besuchen? Ach so, okay. Ja, wenn du bestimmte Sachen hinbekommen hast, hast du Punkte bekommen. Du suchst jetzt den ersten Landebonus aus? Ich nehme wieder den Joker. Nee, mach das mal nicht, weil ich würde den doppelt kriegen, den Joker. Weil ich das freigeschaltet habe, Double Landing Bonus. Mach das mal nicht. Ich will aber den Joker. Okay, dann hol ihn dir. Ist das kooperativ oder? Da wärst du, hier dürftest du aber zuerst rumfahren, nicht, dass wir dir irgendwelche Spots wegnehmen. Ich erstmal nicht. Nein, du kannst gerne den Joker nehmen. Du darfst gerne den Joker nehmen, natürlich. Ich kriege dafür hier unten 2 Marke, da gucke ich jetzt, wo ihr wenig Sachen habt. Ben, wie viele Kisten hast du? Kisten? 2, 4, 5. Und ich kriege jetzt 2. Ich nehme schon die Mehrheiten wert hoch. Mich? Dann nehme ich doch mal hier die Glocken. Ich kann es mir wahrscheinlich aussuchen. Ich nehme mal eine Glocke. Nur 3, ja. Eine Glocke und eine Kiste. Zuschauer? Nee. Das sind noch immer so um die 50. Nee, wir haben 4. Du hast eine vierte? Nicht alle Plätze dran, ne? Ach so, schade. Nee. Jetzt können wir das aufwerten, oder? Jetzt mal eine kurze Frage. Ich habe ja jetzt das auf 1. Könnte ich jetzt auch alle 3, ja, ne? Mhm. Indem ich 3 ausgebe. Da bist du da hingefahren, hast du es gemacht? Ja. Ja, nicht schlecht. Also ich habe die aufgewertet. Jetzt werde ich alle auf 3 machen. Auf 2. Mhm. Und jetzt, ich habe ja entschieden, dass der gelb ist, deswegen habe ich mir den auch hingelegt. Ich werte nichts auf. Ich werte blau 1, 2, 3 mal auf. Das kostet mich 5, 9, 2, 4, 6, 8, 9. Nicht schlecht. Bittchen. So. Ja.
Ich habe es selber nie gemacht. Kriegt also, man jetzt schon die Punkte? Das, das Gefühl des Versagens kommt bei mir auf jeden Fall durch. Aber du bist doch. Ich kann ja nicht mal einen Olli. Du bist nicht gelb. Ich kriege jetzt noch Punkte. Achso. Ich kriege jetzt hier aber auch nur, warte mal, ich kann. Guck mal am besten nach dem Mikro, dann war so, ist immer schlecht mit Hören. 6 Punkte kriege ich. 6 Punkte. 16, aber irgendwo 22. 6 Punkte habe ich gekriegt. Tüte vielleicht? Jetzt kann ich zuerst rumfahren. Ich kann ja erstmal hier für zwei Flammen. Das Verpackte. Für zwei Flammen kann ich mir den Marker holen, das ist wahrscheinlich nur 2 Punkte. Oh, es ist ein Joker. Ich habe ja 2 Joker. Da kann ich ja gleich richtig viel fahren, aber ich habe leider nicht so viele Flammen. Alles. Jetzt habe ich hier eine blaue Karte. Alles. 2 rote, noch eine blaue. Ich habe so wenig Flammen. Das heißt, ich gebe mal hier blau aus, dahin zu fahren. Jetzt kann ich den Marker hier weglegen. Das heißt, mein Handlimit ist bei 7. Mhm. Noch irgendwas. Und ich kann hier 3 Special Tricks platzieren. Das sind die beiden Effekte von dem Feld. Und das ist der Buchstabe K, das heißt, ich drehe das K um. Jetzt habe ich schon 2 von 6 Orten. Also, oh, das ist ja eine 4 zu 2 Chance. Das ist aber traurig. Ja, ja, dann gebe ich rot aus. Oh. Küche? Auch mal rot aus. Ich gebe nochmal blau aus. Warte mal, ruhig hinfahren. Mal blau aus. Nochmal rot aus. Jetzt gebe ich einen Joker aus. Fahr hier hin, gebe noch einen Joker aus, fahr dahin. Bin jetzt beim S gewesen, ne? Das ist das hier. Das heißt, ich kann bei Minus das hier weglegen und krieg noch einen Joker wieder. Und kann mit dem Joker oben doch dann einfach mal vielleicht dahin fahren, ne? Zu dem oben R rechts. Noch. Einmal im Kreis fahren. Aber ich fahre gegen den Uhrzeigersinn, ist ja egal. Fahr ich dahin. Den Joker, ja, ich behalte den Joker. Fertig? Dann fährt jetzt als nächstes Ben rum. Yeah. Das heißt, du nimmst die Kombo-Karten auf die Hand. Mhm, mach ich sofort. Und genau, ich darf blau. Joker hast du keine mehr, ne? Also blau. Das sind die beiden. Dann rot. Mhm. Hier hin, jetzt habe ich da keine 4 Flammen mehr. Mhm. Und dann chill ich da erstmal. Wo warst du losgefahren? Hier, oder? Mhm. Gelb hast du nicht, ne? Nee. Hm. Schade. Man kann auch nicht 2-2-1 taufen oder so, ne? Nee. Dann war es das. Genau, kannst du überlegen, ob du die Handkarte noch mit wegwirst. Weil die, die du gespielt hast, die haust du auf jeden Fall weg. Nö, die behalte ich mal. Mhm. Hallo, bin ich gut? Nein, du bist gar nicht zu hören. So. Blau. Dann gebe ich das mal aus. Mhm. Mit denen. Der mir. Was war das nochmal? Ein Special Trick. Genau, das ist das Symbol hier. Special Trick. Genau. Kann ich 2-mal rot werten? Mhm, doppelt. Okay, so, dann bin ich noch nicht fertig. Dann werde ich meinen Joker geben. Um hier hochzukommen. Dann. Okay, der verdoppelt deinen. Also der schickt den doppelten. Der Trick kriegt einen Doppelwert. Hier. Nicht alle roten werden verdoppelt, sondern nur er selbst ist dann halt 4 Punkte wert. Wenn ich ihn spiele, okay. Genau. Jetzt habe ich. Rot gehe ich jetzt nochmal hier. Ich habe jetzt aber kein Geld. Und ich gehe dann nochmal rot, um hier hinzukommen. Genau. Hab dann ja das T. Krieg dann ja jetzt nochmal. Mit dem auch zu gelb gehen. Bist du hier. Bist du von hier gekommen oder von wo? Ja. Mit dem habe ich Joker gemacht. Genau, du könntest auch dahin fahren zu gelb, dann da zu rot und dann wieder zurück. Dann hast du hier die 2 Flammen bekommen. Dann kannst du dann damit den Marker kaufen. Oh ja, dann habe ich das so gemacht. Okay. Genau, dann hast du deinen Tee freigeschaltet, ne? Hab meine 2 Flammen bekommen. Genau, die hast du dann bezahlt wahrscheinlich, um dir den Marker da zu holen, oder? Die werde ich jetzt bezahlen. Ja, sofort. Was ist denn? Erstmal das Plus hier weg, ne? Das genau, war der hier. Genau. Und dann gehe ich hier hin und die zahle ich dann auch. Genau. Für den. Und kriegst dafür. Oh, noch eine Special Trick. Ich habe es mit den Special. Ist doch gut. So. Also plus eine Flamme from each follower Trick. Für jeden, der nachfolgenden kommt. Ja, okay. Genau. Okay. Ja, also wäre es ja gut, wenn ich den am Anfang spiele. Ja, genau. Aber hier steht plus 1. Ist das quasi, muss der Trick dann auch schon Flammen bringen oder ist egal? Nee. Okay. So, die genau, gibt dann mehr Flammen. Flammen. Die behalte ich. Jetzt ziehen wir nach, oder? Mhm. Jetzt genau. Oh Gott. Kohl geht in die Kryokammer von der Nostromo. Okay. Ah!
Ja, das ist gut zu hören. Genau, du wirst Startspielerin. Sehr gut. Ich ziehe 7 Karten. 4. 5 ist Limit. Achso, hier muss ich wieder genau, nicht drauf achten, ne? Genau, das ist noch offen, habe ich gesehen. Ich muss nicht mehr drauf achten. Das so, genau. Oder doch, nee, warte mal, irgendwie, warte mal, hier habe ich das jetzt nicht mehr mit denen. Da kannst du entscheiden, ob du 1, 2 oder 3 Fälle in die Richtung. Weil hier muss ich trotzdem ja drauf achten, was ihr würfelt nachher, ne? Oder was wir nachher würfeln. Ja, na klar, der Effekt kommt danach auf jeden Fall immer noch. Aber ich habe dir was noch gar nicht verraten. Wie bitte? Du wirst das meiste hier alleine wegschaffen müssen. Haben wir gemischt? Weil du nicht da bist. Ja. Wollen wir nochmal mischen? Ja. Also, vielleicht steht das hier noch. Ich wäre auch nochmal fürs Mischen. Haben wir die gemischt? Ich habe die gemischt, aber anscheinend nicht gut. Ich habe nur gelbe. Ich habe alles kreuz und quer. Na, dann mischen wir nochmal. Ach, ja, okay. Naja, sind nur gelbe und nur blaue. Das ist schon kacke. Das ist ja die Lernpartie, da lernt man unter anderem auch, wie mischen wir. Naja, aber das ist einfach ja nur eine Zufallsverteilung. Ja, das kann auch einfach eintreten, auch wenn es gut gemischt ist. Warte. Es ist nur eine Lernpartie. Guck mal, es ist sogar noch Vorder- und Rückseite. Ich lerne gerade nichts, ich weiß nicht, was du meinst. Ach, mir fällt es wieder auf, wenn man nicht mitspielt, sondern nur daneben sitzt, ist immer am entspanntesten. Meinst du? Ja, außer bei kooperativen Sachen. Da spielt man ja quasi dann trotzdem mit. Mhm. Also ich. So, wie übe ich das hier so echt zur Parallel? Ist ganz gut, dass das nacheinander gemacht wird. Ja, wäre halt cool, wenn es auch mit Parallel gemacht werden könnte, geht halt nicht. Naja, aber am Ende wird es halt interessant, oder ne, musst halt den Marker wegschnappen, theoretisch. Aber ist das, das ist auch ein Effekt, den ich jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte. Ja. Ist das ein Spiel, wo wir Graffiti in der Stadt überall ansprühen? Oder wir sammeln hier so Spraydosen, ob wir damit wirklich was machen? Also war das das, was vom Thementext her sagt? Wir sammeln die Spraydosen. Ja, und wer am Ende das meiste Graffiti eingesammelt hat, die meisten Spraydosen, der kriegt die meisten Punkte. Das steht dafür, dass sie Graffiti an die Wände gesprüht haben. Meinst du? Nein, wir räumen die Dosen von den Straßen weg. Also meine Graffiti-Dosen standen dafür, dass ich noch ein Tape bekommen habe. Ihr seid so uncool. Kann jetzt klar, dass das der neue Standard wird, ne? Was ist der neue Standard? Ja, die Mikrofone. Mikro. Ja. Ist das so viel besser? Ja. Der Hall ist halt raus. Der Hall ist raus, du hast meinen Kühlschrank nicht mehr so, du hörst die Heizung nicht. Man hat hier deine Kühlschrankmaschine trotzdem. Das ist echt gut, die Mikrofone. Der ist wirklich übel. Ja. So, jetzt kriegst du 5 Karten, ne? Ja. Aber ich krieg wieder alles einfach. Ja. Waren das gerade 10 Karten? Ich habe 7 gekriegt. Ach so. Finde ich ganz schön heftig. Vorne hatte ich 7 blaue. Wie viele verschiedene Farben gibt es? 3. 3. Und dann wundert ihr euch, dass ihr mal viel von einer Farbe habt? Wenn nee, 3 verschiedene Farben. Ich hätte aber 7. Achso, ich bin schon wieder, ne? Ah, ist doch egal. So. Nee, du hast die Queen Krone. The Queen. Ich muss. Warte mal, ich bin auf euer Fazit gleich gespannt. Da war ich auch schon. Komm, ich spiel. Wo bin ich denn eigentlich? Ich bin der Schwarze da. Ich will eigentlich gelb spielen. Ich habe einen Marker. Flammen, ich brauche Flammen. Ach, ich wack mal hier. Ich fange mit einer Melone mal an. 3 nach rechts. Ich weiß, ich lenke euch ab, aber wo ist das? Wo steht das Spiel gerade ungefähr? Also nur fürs Verständnis. 50 Punkte ist Ende. Genau. Okay. Und wir kriegen ja also tendenziell mehr Punkte für unsere Tricks, weil wir das ja pushen. Das hat ein bisschen Engine-Aspekt. Okay. Frontside. Bisschen, ja. Was ist da? Frontside Pressure. Ich habe eine Melone gemacht. Das ist was Gutes. Ich habe nur die Melone. Das hat mir 3 Schritte in die Richtung gegeben. Du darfst jetzt würfeln. Warte. Noch kann ich nicht sterben. Sterben, ja. Ich kann nicht fallen. Denn ich habe dich. Schande. Wenn du fällst. Schande auf mein Haupt. Jetzt bewegen wir uns Richtung Minus. Die Anzahl an Blitzen. Gewürfelt worden. Also in dem Fall 0. Und das ist Umfall nur den. Genau. Und dann musst du die Balance halten. Genau. Ne, die Tricks, die du machst, die bringen dich aber auch eine gewisse Disbalance. Tricks wir wieder, ne? Ich geh mal, mach mal jetzt hier. Was ist das? FS Shifty? Frontside Shifty. Ja, genau, weil das vor so rumgedreht ist. Frontside Shifty 1, 2, 3. Ich habe mein Special gespielt. Nochmal 3 Flammen. Ach ja, wann kann ich den hier Zeit spielen? Oder ja, muss ich den. Genau, anstelle einer Karte. Also ich habe den jetzt hier hingespielt. Aber ich muss nicht spielen, ich kann nicht erst einen Würfelwurf abfangen. Ja. Genau, dann gehst du 1, 2 oder 3 Schritte nach links. Aber Following Trick bedeutet alle, danach, die danach nö, kommen, einfach oder die, auch die? Genau, die du danach spielst. Okay, sehr gut. Egal welche Richtung. Ja. Wunderbar. Das was soll nochmal, wenn ich bis hierhin komme? Dann kriegst du einen Special Trick hier unten. Jedes Mal, das geht auch nicht weg, das ist einfach immer dann. Genau. Das ist halt freigeschaltet, dass es weiter nach innen rutscht. Dann schiebe ich mal hier rüber, ohne was dafür zu bekommen. Okay, würfeln. Würfelt. Road. 2. Ah, und du hast es schon einmal erreicht auf beiden Seiten. Plus 1. Ja, weil es bei dir außen liegt. Plus 1. Nee, das ist für die Verbesserung, das nach innen zu schieben, nice. Dass du dann früher bekommst. Also wenn du auf den Slot hier was nice legst, dann ist das welche Karte. Ich muss ja hier eine hinlegen, um es zu kriegen. 1 nach rechts. Das macht nichts. Ich hätte zwar gerne weiter nach rechts gespielt, aber ich will jetzt auch mal was Rotes spielen. Hier, komm, ich mache Front Foot Impossible. Ich riskiere was.
No risk, no fun, eins, wa? Zwei. Oder? Ich bin gerade gestorben, deswegen. Schon wieder? Nein, jetzt gerade nicht. Jetzt bin ich noch safe. Ich bin auch auf die Klappe geflogen. Tja. Und hier kann ich mir aussuchen, wie weit ich vorangehe. Oh, ich ein mehr. Zwei oder drei. Ich kriege ein Feuer mehr. Ja. Du bist ja gerade drei nach links gegangen. Warst du so weit rechts? Krass. Mhm. Komm, ich nehme mal den. Ne? Ja. Ich muss jetzt noch nicht entscheiden. Ich muss nur bewerten. Frage, darf ich jetzt zwei Special-Tricks spielen? Ja, klar. Einen nach hier. Mhm. Genau, dann darf Tanja würfeln mit drei rosafarbenen Würfeln und einem weißen. Oh, oh. Ist egal. Zwei minus. Eins, zwei. Nice. Ich hätte, warte, ich, eins, zwei. Ich hätte auch sagen können, ich möchte, oh, eins, zwei, weil ich habe ein Special Trick gespielt. Genau. Ich spiele mein Special Trick und gehe wieder in die heilige Mitte. Die heilige Mitte. Es gibt ein, nicht Sailor Moon, sondern... Und kriege einen da. Irgendein anderer Anime. Okay, da schreibe ich es ein. Welcher Gedanke brachte dich darauf? Ob es ein Sailor Moon... Für den kriege ich auch wieder eine Flamme mehr, ne? Also das ist ja eine ganz normale Trickkarte. Ich bin mir extrem sicher, dass es ein Sailor Moon Beispiel gibt. Vielleicht nicht auf Deutsch, vielleicht nicht auf Englisch. Bestimmt bei Monopoly in Sailor Moon. Warte, aber jetzt kriege ich einen... Und schon ist die Frage beantwortet. Trick auch, ne? Bestimmt, meine ich. Was kriegst du? Ein Trick hier so, ja, ein Trick, genau. Den ich jetzt auch gleich spielen kann? Den du unten hinlegst, genau, und spielen kannst. Okay, cool. Und den kannst du dann auch für nächste Runde aufheben. Und wenn ich... Das hier muss ich freischalten, es geht nicht über die Leiste hier, ne? Genau. Mhm. Ich glaube, die einzige Zielgruppe, die Monopoly noch nicht abgegriffen hat, sind Faschisten. Es gibt ein Sailor Moon Board Game. Hm? Kannibalen. Es gibt ein Monopoly Sailor Moon. Das ist jetzt kein Wunder. Das war so klar. So, ich nehme mal drei Flammen. Es gibt gar nicht so viele Straßennamen in Sailor. Oh mein Gott. Wir haben jetzt gerade 115. Okay, das ist ja Amazon, ne? Das ist, oh, sorry, ich habe was nicht mitbekommen. Hab 115? Das ist ja dafür. Ich bin mit der Karte wieder einfach nur in die Mitte gegangen. Ich will mir eine vierte Karte, ne? Ja. Du hast auch eine vierte Karte gespielt, Ben? Mhm. Okay, dann hast du Würfel. Du hast die ganzen Sailor Moon Accessoires als die Figuren, die du über den Plan bewegst. Also wenn das jetzt alles vier Pfeile sein werden, flippe ich aus, wenn die nach, wenn die Minus zeigen. Viermal rechts wäre doof, ja. Viermal Minus, das wäre doof. Die beiden Kartenstapel heißen Friendship and Love. Zwei Minus. Oh. So langsam, ich könnte auch zwei Plus nehmen, ne? Eins, zwei. Also du hast zwei Tricks in der Hand, zwei Tricks in der Hand. Uiuiui. Zweimal Backflip. Ja, ja. Wie kann ich so viele Karten spielen, wie ich habe? Bis voll. Wirklich? Du gehst nochmal? Gott. Achso, Moment, sind das sieben Plätze? Eins? Ich bin überlegt noch, Moment. Oh, sind, wie viele Plätze sind das? Ne, das sind vier. Ich glaube, du kannst nur die sieben Karten spielen, ne? Du kannst maximal sieben Karten haben. Plus die Tricks, also maximal zehn Karten. Ich aber es sind mehr Plätze, ne? Das war so klar. Also neun Karten. Ich bin feige. Ich bin da zwei nach Plus gegangen, ne? Das heißt, ich war hier, ich hätte also auch zwei hier hingehen können und das nicht benutzen. Okay. Ich bin feige. Mach ich. Dann fahre ich hier hin. Großartig. Soll ich nochmal drauf ankommen lassen? Und mach 1, 2, 3. Komm, ich mach den hier. Nee. Dann kriege ich hier noch nämlich ein Special. Nee, der ist mir viel zu gefährlich. Ich gehe doch dahin. Ach, eins. Du musst dringend reinzoomen. Eins. Oh zwei, mein drei. Gott. Drei. Ich gehe drei nach da. Und kriege jetzt. Aber auch da sind unsere zwei Mädels. Ja, ja, klar. Das sind Straßen. Die Cousinen. Das sind Straßen. Die aber Straßen, das ist ja doof, wenn Charaktere. Du dann die günstigste Straße wirst. Und, ja, okay, dann bist du die Katze. Sailor Venus ist die günstigste Straße, oder? Nee, das sind ja die Braunen. Hier, Luna und Artemis, das sind die Katzen. Ja, gut. Aber wer ist denn die teuerste? Das muss ja dann jetzt die drei Sailor-Kriegerinnen. Die ersten drei Sailor-Kriegerinnen. Spielen wir das danach als nächstes? Sailor Moon, oder? Sailor Moon Monopoly? Also, ich habe aufgehört. Ich bin gelandet. Also, ich darf jetzt nicht zuerst aussuchen. Ich würde gerne einen Würfelwurf sehen. Ja, ja, mach. Lass erstmal landen. Ich will erstmal landen. Nein! Zwei davon. Was soll wieder auf die Flammentab beginnen? Ja. Ich möchte bitte bei diesen Flammen auch mal rübergehen. Ich habe auch zwölf Flammen, würde irgendwann hinfallen. Also würfel jetzt weiter, aber ich kann so mir das bloß 1, 2, 3, 4, 5, wie viele Würfel würfelst du? Mit 5, oder? Mhm. Okay, also kann mir nichts passieren. Also ich wünsche euch einen... Ich bin noch bei Sailor Moon, ich habe ja, ist eigentlich egal, du bist bei Minus und du bist bei Plus. Mhm. Also Plus wäre gut. Mhm. Mir ist egal, ich suche mir aus. Vier Sterne ins Minus. Ja, ja, das würde ich so beibehalten. 1, 2, 3, 4. Oh, oh, oh. Ja, Trash. Ja. Aber ein weiter geht noch, ne? Erst genau, noch geht, genau, das habe ich halt auch freigeschaltet, weil ich da zu dem Feld gelaufen bin. Wenn es gecrashed? Wirklich? Mhm. Du wirst jetzt die letzte Karte ab, die du gespielt hast. Hab ich? Und dann verlierst du die Hälfte deiner Flammentoken abgerundet. Oh, wie erholt man sich davon? Gar nicht. Man hofft, dass es den anderen auch noch passiert. Passiert halt. Das ist so. Ist nicht so schlimm. Doch, aber ist halt so. Sechs Würfel, ey. Sechs Würfel, ist zweite Chance. Das war doch mal das hier mit den zwei Sternen. Ah, okay. Du kannst ja den Double-Landing-Bonus.
Das heißt, du kommst jetzt mit der Fresse geflogen, Ben? Ja. Welchen Bonus hättest du gerne? Den Marker oder einen Joker? Ach, du kannst ja noch weiterspielen, ne? Hier muss ich nur sein. Achso, ne? Ich kann. Du kannst ja theoretisch noch weiterspielen. Aber er ist jetzt auch um die Fresse geflogen, das heißt, er ist zuerst dran. Hier muss ich nur sein, das zu bekommen und hier auch. Da musst du dann einen Special Trick abwerfen, von dem du noch nicht gespielt hast, um dich dahin zu teleportieren und dahin zu fahren. Zum Big Air, das ist eine große Rampe, dann wirst du den und bewegst so viele Felder. 2, 3 oder 4 in einer geraden Linie. Das ist halt ein guter Moment, hier das zu vervollständigen, weil du kriegst 10 Punkte, wenn du überall hingefahren bist. Nach gehst unten hin. Dann würde ich, glaube ich, jetzt aufhören. Oh, warte mal, ich habe noch das hier. Ja, das hebe ich mir, glaube ich, lieber auf. Wie heißt ihr beiden? Cherry Bomb. Genau, ich gehe hier hin. Frankie Fresh. Frankie Crash? Frankie Fresh. Okay, 2 von den Joker. Wie viele bist du von den Namen? Okay, jetzt können wir noch Flammen ausgeben, um Sachen zu pushen. Ich glaube, ich gebe 5 aus, um mein Rot zu pushen. Ich gebe 5 für Blau aus. Ja, 5. 5? 7, oder? Für Rot? Nee, 2 und 5. Achso, clever. Smart. Ich jetzt das und ich entscheide mich natürlich, dass der hier rot ist. Ich habe hier 3-mal blau gespielt. Sind 2. Wie viel Flammen habe ich denn? Ich habe 7. Ich habe 3-mal rot, das sind bei mir jetzt auch 2. Und 2. Ich werde mal so ein 4er-Ding haben, ey. Ich muss ja eigentlich gelb machen. Und ich habe 1-mal blau gespielt, das sind 2. Macht ihr schon Punkte? Mhm. Ja. Dann kriege ich 9, 13. Bleibt da vorne. Ben bleibt vorne. Dann darf Ben zuerst rumfahren. Genau, dann nimmst du die Karten wieder auf die Hand. Genau, ich fahre mal zu Rot. Und kannst damit rumfahren. Zack, dann so, zu Blau. Zack. Dann zu Blau. Zack. Und dann zu Blau. Und dann gebe ich hier 2 Flammen aus. Und. Ein Special Trick. Nice. Ein Sidewinder. Vielen Dank, ihr Esel. Mal gucken, wir da vielleicht wie bitte? Achso. Ja, ist das der Wortwitz? Was? Ihr Esel? Ihr Esel. Achso, das kann sein. Das ist der Torso wieder umgefallen. Ja, das ist, so. Hat eine sichere Landung hingelegt. Ich glaube, ich kaufe mir jetzt diesen Torben. Aber die ist doch für dich auch schon gefreut. Das stimmt. Für, was kriegst du dafür? Oh, nee. Du kannst deinen Marker hochschieben, ist doch gut. Ach, den Marker? Aber das ist doch hier genau das gleiche Symbol. Nee, da kriegst du, da kriegst du einfach die Verbesserung und hier kannst du einen deiner Marker einen hochschieben. Du kriegst dadurch die Verbesserung. Oh, warum habe ich denn das noch für Karten? Okay. Also würde ich jetzt einfach mal so interpretieren. Und Cole möchte mit dir gerne Sailor Moon Spiel spielen. Im so, Kostüm. Und dann, also ich habe jetzt den roten, jetzt habe ich noch 2 rote über. Ja, super, ich kann nirgendwo wirklich hin. Ich gehe hier oben hin für einen roten. Also ich habe den roten. Genau, und drehst du das T um oder warst du da schon? Nee, ich war da schon, das ist ja blöde. Einen blauen habe ich und nochmal einen roten und mehr kann ich nicht tun. Oh, ja, Esel zieht. Jetzt so schnell kann ich nicht lesen. Ich mach mal. Ich will eigentlich diese ganze Verbesserung einsammeln. Aber ich will auch so ein Viererding haben. Wie war das mal das Viererding? Ich fahre mit 2 hier rüber, mit einem hier rüber. Gib 2 aus. Um mir das dazu holen. Kann ich eigentlich, wenn ich da starte, gleich 4 Flammen ausgeben? Krieg noch einen Joker. Weiß ich nicht. Doch, kannst du. Gut. Krieg einen Joker, dann fahre ich hier zu Rot, da zu Blau, gebe hier 4 davon aus. Mit das da, krieg noch einen Joker und einen Special Trick. Special Trick ist nicht im Sinne Double-Use-Karten. Double-Use, nicht Multi-Use, sondern Double-Use, okay. Dann fahre ich zu Blau, gebe nichts aus, fahre zu Gelb. Gib nichts aus, fahr zu Blau, gib nichts aus, fahr zu Blau, mach das R. Schieb das hier rüber. Warte mal, ach, da war ich doch schon, ne? Ich habe das schon entfernt. War ich bei R schon? Jetzt bin ich wieder dort. Hallo. Aber hält besser. Wie bitte? Doppelt hält besser. Dann gebe ich halt einfach mal 3 von denen noch aus, 4 von denen noch aus und fahre ich einfach hier rüber. 1, 2, 3, 4. Bin damit bei E. Und drehe das hier rum. Ja, naja, ich hab meinen ganzen Joker. Wer zuerst das gewinnt doch direkt, ne? Nee, der löst das Spielende aus, dann kriegen wir noch die Mehrheitenpunkte. Passiert. Die Leiste geht doch bis 85. Ja, man, das normale Spiel geht bis 70. Achso, wir spielen die kurze Version. Ja, ja. Schön.
Also ich mag's, aber gut für den Stream jetzt. Ja, ja. Ich glaube jetzt, das wird jetzt die letzte Runde. Also auf jeden Fall. Ich habe drei Karten. Heute ist es gar nicht mehr so wichtig. Ich habe schon Karten gezogen. Hm? Heute ist, glaube ich, gar nicht mehr so wichtig. Schon halb zwei oder so, ne? Vier. Ja, halb zwei. Oh, schön. Marrakesch wird schnell, sagst du? Ich bin noch für Marrakesch bereit. Habt ihr Karten gezogen? Sehr gut. Letztes Spirit. Macht ihr drei das? Ich glaube, dann packe ich es. Ich muss ja morgen auch... Ja, oder machen Great Slip. Ah, Great Slip. Oder Great Slip zu zwei. Das war ein Great Slipper. So, habt ihr euch Karten genommen? Ja. Balance nee. In die Mitte. Was ist das hier? Deine Rest das sind die Threads. Kannst entscheiden, ob du die weghaust oder ob du die behältst. Ich habe Karten überbehalten. Ich habe sicher keine Karten überbehalten. Na, die, wenn du die Farbe brauchst, weil du natürlich da viele Punkte dafür kriegst und da hinfahren möchtest. Tschüss. Du bist gefallen. Ja, ich habe doch 1000 Karten gespielt. Ich kann keine Karten überbehalten. Aus Prinzip. Ich will ja noch zum Tee. Tanja ist halt einfach härter als die alle. Hä? Weil du noch weiterspielen möchtest. Bist du wieder da? Ja, ihr habt's gehört. Nur die Harten kommen in den Garten. Genau. Das heißt, bin ich zu dem R nochmal gefahren, obwohl ich da schon war. Naja. Ist schon okay. Jetzt fällt mir erst auf, wie lustig The Great Slip ist. Ja. Es ist spät. Wir fahren, also, ja? Ich habe nur einen. Ja, fang an. Wir fangen an. Ach nee, dann kann ich ja sterben. Nee. Sterben. Ich meine Fallen. Und also es gibt Skateboarder, die haben sich bestimmt das Genick gebrochen. Dick. 40.000 Menschen sind durch Pferden verletzt worden. So was von. Wir spielen aber eine Stunde, ne? Schön. Ich spiele mal den Tail Slide. Zwei Flammen. Okay, dann wer ist der King? Du. Ich bin der King. Pro Skater. Mhm. Wir öffnen einen Würfel und bewegen uns ein Feld Richtung Plus. Richtig nice. Das ist in Ordnung. Und das finde ich ja gut. Was ist los? Ich gucke, wie viele Kisten ihr habt und so. Boah. Wie ist es strategisch oder was? Nee, das wird. Bitte nicht, wir sind Skater. Ja, ja. Denkst du, die richtigen Skater gucken, wie viele Kisten die anderen haben? Mhm. Wie transportiert ihr das alles? Wir sind on. Wie transportierst du eine Klingel? Bist du so Skate eine Klingel? Warte mal, ich mach das hier. Casper, was auch immer. Geh ein Feld in die Mitte. Zieh zwei Karten. Und komm, Joker. Okay. Habt ihr gelegt? Mhm. Genau, cool, als ob, ey. Zwei plus. Zwei minus. Eins, das zwei. Okay. Fast. Jetzt muss ich wieder nach rechts. Ja, komm, gib mich die Flammen. Wie ist 50-50 auf dem Würfel? Nee, zwei Drittel. Mit Blitz oder mit Blank? Mit Blitz. Was ist gerade gefallen? Wo sind die Flaschen? Die sitzen rechts und links. Was sind die nämlich von hier? Ja, da. Oh Gott, ey. Till hat schon mehr Kassetten, als man für Flammen kaufen kann, wetten. Was, Till hat schon mehr Kassetten, was man für Flammen kaufen kann? Oh, wo sind wir schon beim Würfel? Nee, wir haben noch nicht gewürfelt, ne? Wie viele Kassetten habe ich gar nicht? Die bringen mir einfach nur Punkte. Du hast Kassetten? Na, hier auf denen waren mal Kassetten drauf. Ich spiele den, dann kriege ich einen Zwischen. Oder ist das ja auch eine Kassette? Ist das keine Kassette hier? Wo ist denn noch eine Kassette? Nee, dafür war es noch nicht oft genug hier, aber es kommt ja, dann ja. Bald. Ich hätte nichts dagegen. Solange das nur schwarze T-Shirts trifft. So, habt ihr eure dritte Karte gespielt? Ja. Dann wird's jetzt richtig kippeln. Nee, noch nicht. Das ist alles doch, gut. Was wollt ihr? Rechts oder links? Ist mir egal. Ist egal. Gibt's nicht. Links. Zwei nach links. Ich wollte eigentlich rechts sagen, aber egal. Ich will nicht nur Geld einsammeln. Eigentlich habe ich ja nichts zu verlieren, ich bin ihr die Letzte. Also oh, ich habe vergessen, mir einen Special Trick zu nehmen. No risk, no fun. Ich sterbe gleich wahrscheinlich. Der Score doppelt, aber da bin ich nur so weit oben. Dann brauche ich doch jetzt Flammen. Bitte bleib stehen. Plus. Und am besten so ein Dreier plus. Boom, ein, zwei Flammen. Ein Dreier plus ist okay.
Mehr bitte nicht. So, was? Plus, wer möchte fallen? Ihr habt gerade, ihr wollt alle fallen? Dreier plus. Drei links. Alles, hier was, alles, was kommen muss, darf, muss drei plus links, sein. Drei links. Plus. Ups, hey, drei links. Und der hat schon gefehlt. Plus. Ja. Juhu! Drei, ne? Eins, zwei. Okay. Nee, es war vier plus. Doch, zwei. Drei? Ja. Eins, bitte, ne? Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ich stehe noch. Coolio. Ich auch. Achso, ich muss mich jetzt entscheiden, ne? Ich mache mal drei links. Ich ziehe zwei Karten. Joker. Oh Mann, ey. Ich finde, das hier ist... Ja, ach mein Gott, stark. Ich habe eh nichts zu verlieren. Welche Joker kannst du wieder spielen. Schickst dafür Punkte. Schon. Ich habe nichts zu verlieren. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht für eine Seite nur wäre. Es ist tatsächlich für beide Seiten. Und du entfernst auch noch das hier, ne? Oder war das war nicht das? Oder war das da oder war das woanders? Du hast auch das entfernen. Hm. Also die Tricks darf ich sofort auch wieder benutzen. Ne? Ich spare nicht für nächste Runde. Du hast halt, ne? Warum sind die nur von drei? Weil ich kann die auch sofort im nächsten Zug einsetzen. Bitte? Ich kann die auch sofort im nächsten Zug einsetzen. Am Anfang hast du ein Limit von zwei halt. Ja, aber ich bekomme mal ein Spiel hin. Ja, ja. Weil ich bekomme zwei, wenn ich zwei spiele, ich halt einen. Vielleicht willst du ihn ja für später auch. Vielleicht ziehst du ja auch einfach nur einen. Und das zum Beispiel, warte mal, guck mal da, genau, da entfernst du es. Das Limit, ja, genau, das Limit hast du noch, ne? Ja, hier machst du das, das ist schon das. Okay. Und du musst ja vielleicht eine Seite aussuchen, das könnte noch das sein. Das könnte sein, das wirkt so ein bisschen... Also ein Bow-Special. Ja, Bow. Okay. Das ist irgendwie ein bisschen... Okay, cool. Ich weiß nicht, ob ich immer gehen sollte, aber schauen wir mal. Ja. So, habt ihr alle eure fünfte Karte gespielt? Ja. Das heißt, wir können jetzt alle auf die Fresse fliegen. Ich habe ein bisschen Kohl-Attitüde. Nee, du kannst nicht auf die Fresse fliegen. Du wirst ja nicht viel mal Blitz. Bitte, plus. Ich mach plus, aber keine Blitze, okay? Ist mir egal. 4. 4 plus, dann bin ich wohl jetzt hingefallen. 1, 2, 3, 4. Ich habe keine Karten mehr, also bin ich jetzt auch gelandet. Ich bin aber erstmal hingeflogen, das heißt, ich fange an und habe das hier als letztes gespielt. Dann lande ich wohl mal. Du bist zuerst, weil du schaffst. Achso, ich verliere nochmal 3, 6, 7, das heißt, ich verliere 3 von meinen Flammen. 3 von meinen Flammen, aber ich nehme mir einfach mal 4. Wenn es auch gestürzt, ich nehme mir 4 Flammen. Sorry. 4 Flammen. Ich will ja nichts sagen, aber ich bin nicht gestürzt. Okay. Okay. Ben gibt auch Flammen ab, ne? Und wirfst den letzten Trick weg. Hast du gemacht, weil ich einen Bonus möchte haben? Oh, Entschuldigung. Alles gut. Ich bin gefallen. Bringen wir die außen noch irgendwas? Nee, ne? Ja, wenn du sie alle hast, ist es 10 Meter. Ja, aber jetzt Ah, sorry. Weil er auf die Kratze geflogen ist. Wer hinfliegt, hat recht. Vorrecht. Ich möchte die 2 Flammen. Nächste Runde. Gerade so müde. Ich nichts mehr spielen. 8, 9, 3. Das ist. Gibt es für den zweiten Platz auch was? Ja, ne? 4, 5, 9, 2, 5. 2, 6. 3. Das zählt aber auch wie eine Kiste, ne? Das sind 4 Kisten, genau. Und du kriegst halt den Bonus auf der Rückseite. Gib mir mal so ein Kistenmark. Mhm. So, du landest auch wahrscheinlich, ne? Also ja, ich hab keine Karten mehr. Kriegst einen Joker. Wir sind so gut wie vorbei, ne? Mhm. Ja, ja. Karten sind rum. Also ist jetzt vorbei. Ja. Genau, du gehst jetzt, wir gehen wahrscheinlich alle drüber, nehme ich mal an. Genau, jetzt können wir unser Links mal wieder increasen. Wo will ich noch hinfahren? Ich bin der. So, ich will den gelben komplett nach oben machen, dann muss ich 7 bezahlen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gelb. 5 Ziel. Und zwar Punktlandung. Und dann bringt auch noch Punkte. Noch das ist verschenkte Chance. Gehe ich hier hin. Joker, das ist immer recht blau. 2 Punkte. Den erst mal voll drin beim Würfeln. Das ist schön alles vom Casino und würfelt auf meinen Pappkarton. Ja, schön wäre es. Eigentlich habe ich da nicht wirklich für Glück. Aber wir müssen auf jeden Fall mit dir Ready, Set, Bet spielen. Das wird richtig. Das wird ein Fest. Das klingt so englisch. In Echtzeit. Also sprachneutral. Ja. Oh, cool, das finde ich gut. Ja, 4 Punkte. Also, ich habe 15 Punkte erstmal da. Ah, und ich muss nur 3 dafür ausgeben. Und es ist gefährlich. Es kann dich zum Wetten verführen, weil es ist echt so. 15. Ich score schon. Und dann noch für die blauen. Was scorest du schon? 14. Ich krieg 14, auf welchen 35 geht. Blau kriege ich dann noch einmal 4. Genau da. 4. Ja. Genau da. So, das war's. Nee, schön, dass du zugeguckt hast. Du kannst noch rumfahren. Du?
Du hättest noch upgraden können, das weißt du, das hast du gemacht, ne? Oder? Weißt ich will vielleicht da was einsammeln. Okay, dann fahr mal rum. Mit deinen Handkarten, mit den gespielten Tricks. Mhm. So, das muss ich mir merken, was du noch hab. Bring mir noch irgendwas. Crickety pickety. Ich komm mal überall hin. Mhm, okay. Du bist. Das dann, ja, ja. Ich bin blau, ja. Grün. Mhm. Ich kann eigentlich nirgendwo mal hinfahren nur mit meinem einer Flamme. Ist egal. Hm. Ich kann auch das hier einfach einsammeln, ne? Ja, du könntest doch, ja. Und dann mache ich sonst nichts mehr. Und dann vielleicht sagen, was drauf. Ich denke, das hilft. Das bringt mir aber nur, wenn ich. Kann ich nochmal langlaufen? Wie bitte? Vielleicht nochmal Flammen, wenn ich da nochmal langlaufe? Das bringt mir aber nur was, wenn ich deine Mehrheit habe. Sonst bringt der mir gar nichts. Und der Bonus können Punkte sein, oder was ist das? Ja, da können Punkte sein, oder halt hier ein Special Trick. Oder und der Joker. Bringt dir jetzt noch richtig viel. Ich kann nicht genau sagen, was alles ist. Wir können ja gucken, ja, Bonus-Special-Karte, ein Upgrade, bringt ja nichts mehr, Bonus-Special-Karte, 4 Punkte, könnten 4 Punkte sein. Also du bist auf Klingel gegangen, eindeutig. Auf was? Die Klingel. Welche Klingel? Ja. Hospitalismus. Wir haben beide gleich 4 Kisten bis jetzt. Mhm. Du müsstest also auf die Kiste gehen, damit du mehr hast als ich. Ja, du kannst dir ja auch... Ich kann nichts mehr holen, ich habe nur noch ein Feuer. Thematisch klingt das. Mhm. Also, das haben wir gleich schon. Also, ich fahre mal mit der Karte hier hin, hol mir das Ding hier für 2. Wie viel Feuer hattest du? Hattest du nur 2 Feuer? Nee, ich habe noch 2. Achso. Und dann fahre ich für kriegst die. Kriegst du Joker dafür, ne? Mhm. Der lässt auch nochmal fahren. Stimmt, für die blaue fahre ich dann nochmal hier hin. Dann fahre ich für die andere blaue hier hin. Dann fahre ich für die rote hier hin. Dann sammle ich. Ah, 2 Punkte. Nice. Jetzt kriegst du 2 Punkte. Mhm. Vorne hast du nur noch einen Joker. Okay, also war's. Hier mit 3 Punkten. Das sind auch nochmal Symbole, ne? Also die hast du rumgedreht, das sind auch nochmal die Symbole. Ah. Oh. Ich hätte ganz anders gespielt, wenn ich das gewusst hätte. Ja, ja. Und den hier behalte ich einfach. Ja, ja. Genau. Ne, ich kann ja auch hier hinfahren, ne? Weiß ich nicht. Hast du noch eine Karte? Aber der bringt mir nichts, ne? Den Joker. Aber dann stehe ich da und mache nichts mehr, ne? Achso, ja, ja. Ja, egal. Du könntest dann noch einen Special Trick abwerfen, um dich dahin zu beamen und damit noch irgendwo hinzufahren. Bringt der ja Punkte? Nö. Tiebreaker ist die Anzahl der Icons, die man tatsächlich hat. Ist das ein Icon? Nein. Dann bin ich jetzt, dann stehe ich da in Abschlussposition. Ja, ja. Kann ich mir jetzt irgendwas dran? Eigentlich gleich noch was holen? Eigentlich nicht, ne? Lass mich jetzt von meinem Zug noch anhelfen, ja. So, ich fahre nämlich mit einem Joker hier hin, einem blauen dahin. 4 Flammen. Hast du dir die Flammen genommen? Die hier? Ja, ja, da habe ich 4 gekriegt. Ich bin hin auf die Fresse geflogen und habe mir 4 Flammen genommen. Warte mal, will ich auf die Kiste? Aber jetzt hast du ja da noch ganz viele Symbole bekommen auf einmal. 4, 6, 8, 10. Er könnte mehr. Also. Du hast 6. Dann hole ich mir doch die, damit ich da wenigstens 4 Punkte mache. Weil das können wir, glaube ich, rein. Ja, ich hole mir jetzt einfach das andere einsammeln. Und krieg 4 Punkte. Boah! Genau da. Hase vorbeiziehen. 4 Punkte und das da. Das habe ich gemacht. Jetzt will ich wieder da noch hinfahren. Also brauche ich noch blau, um da hinzufahren. Entschuldigung. Gelb, um da hinzufahren. Den Joker, um da hinzufahren. Und krieg damit nochmal 2 Flammen. Ich habe die Regel nichts gewinnt halt. Leg das hier runter. Sehr gut, nicht schlecht. Und dreh das Tier hier rum. Ich war da noch meilenweit entfernt von. Ich habe 3 Flammen jetzt mit dem. Ich habe mich noch ein bisschen aufgeholt. Ich hatte Spaß. Ich kann mit blau hier rüberfahren. Ja. So, Ben würde die Mehrheitenwertung gewinnen. Ja, aber du hast 10 Punkte. Was habe ich? 10 Punkte. Das stimmt. Das stimmt. Oh, stimmt. Darauf bist du gegangen, oder? Ich hab's Geld da. So, du kannst auch fahren. Hm? So, was sollst du fragen? Oder ich was kann eigentlich mit nichts mehr Punkte machen. Ja, du kannst viel. Du hast noch einen Flammenmarker. Also ich kann mir eigentlich nichts mehr kaufen. Es gibt keine Felder so wie das den T hier. Das T hast du schon freigeschaltet, ne? Ja, ja. Ja. Es gibt ja eigentlich nichts mehr, was ich machen kann, was mir Punkte bringt. Ja. Dann brauche ich auch gar nicht fahren. Ja, das ist tatsächlich One Flame Talk für Icon Only. Nee, dann brauche ich auch nicht fahren. Ja, okay. So, Wertung. Genau, 10 Punkte dafür. Sorry. Und jetzt die Goals. Also, wir gucken hier bei den Klingeln. Du warst noch genauso weit entfernt von wie ich. 6, ich habe 9 Klingeln. Klingeln? 2, 4, 6. Echt? 8. Klingeln bin ich raus. Ja, also kriege ich hier 8 Punkte. Mhm. 4.
voll traurig. Spraydosen. Mhm. Da habe ich 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ohne Bände mit dem Märtenwert schon gesehen. Auf 57, auf 75. Und jetzt noch die Kisten, ne? Ja, da bin ich wieder raus. 2, 4, 6, 8, 10. Ich habe 6. Das heißt, da kriegt Ben 8 Punkte, ne? Bin ich für 1 Punkt? Nee. 64. Oh, Menno! Ich krieg 4 Punkte. Arsch. Lappen, dachte ich. Wo willst du noch Punkte? Das war's. Oh, schön. Ja. Ja, also ein Gag-Spiel. Ja, aber das ist jetzt das Thema gut. Das könnte auch von Prospero Hall sein. Ja, das stimmt. Ja, weil ist er ja von dem Team. Das weiß man weiß nicht. Man nicht, ne? Aber das Thema ist gelungen. Das ist nett. Das ist so oft auch wie auf dem Seichenkenner-Level, wo das sein will. Ich muss ihn ganz kurz so hinmachen, okay? Jetzt ist auf jeden Fall noch unter hier Flamecraft und Dings, was wir schon gespielt haben. Der arme Ben. Wieso? Du wirkst vorhin schon ein bisschen gelangweilt. Jetzt noch seichter. Hä? Wo wirklich denn dann? Da bist du nur ein bisschen. Das finde ich viel besser, weil es halt das Thema umgesetzt ist. Und weil es Pusher Lack hat. Ja, das ist einfach. Das ist nett runterzuspielen. Das ist nett runterzuspielen. Das hätten sie halt hier noch Double Layer machen können, finde ich. Das ist ein bisschen fiddly. Ja. Dass es hier so hin und her rutscht und so, damit ich genau weiß, auf welchem Slot liegen die jetzt. Und du hast schon recht, das Feld ist schon ziemlich stark, dass man so schnell an Special Tricks rankommt. Das wirkt noch gerade sehr mächtig. Ja. Da will man kriegst du wohl den Bonus, dass du schneller an Special Tricks drankommst. Nee, zwar auf beiden Seiten. Und dann bist du hier ab dem dritten Trick potenziell schon, oder ne, in die Richtung, ab dem dritten Trick kriegst du schon so einen Special Trick, der dir halt viel mehr Freiheiten gibt. Du kannst halt entscheiden, ein, zwei oder drei Felder in eine Richtung zu gehen. Das ist schon stark. Ja, ich meine, du kannst aber, wir haben jetzt... Bei Cole bin ich manchmal froh, dass er nicht hier ist. Ich war gedacht, gell? Ja. Ja, die Tricks, ja, wenn man selber Skateboarden mal gemacht hat, kann man die Tricks mehr finden. Ja, aber auch das mit Balance halten und so, das ist echt ein ganz netter Mechanismus. Aber du machst halt einen Trick, ja, ich meine, das ist halt das Spielerische, was dann dazukommen muss, dass du nicht planen kannst, ich mache jetzt den Trick und bewege ihn dahin. So ist einfach kippen kannst. Glücksmoment. Und du auch mal wissen musst, es kann jetzt klappen oder nicht. Ja, kannst abrutschen beim Skaten. Und dann kommen doch 4 Blitze. Kann es auch sein, dass die Karten, die du spielen willst, sowieso so sind, dass du in der Mitte hin und her dich bewegst? Da kommen aber auch die Würfel dazu. Und kommt auch andere. Genau, du versuchst ja, wenn du sowieso mittig bleibst, bist du ja immer ein bisschen. Du versuchst immer mittig zu bleiben. Ja. Aber es klappt halt nicht immer. Also ja gut, aber wenn es zu einer Seite gehen, dann ist es ab. Weil du planst ja was. Du planst ja erst 3 nach links zu gehen, um dann die 3 rechts zu gehen. Aber wenn du dann doch weiter, dann musst du halt doch die Einserkarte. Also das Push-Your-Luck-Element ist, du brauchst es mal und mal nicht unbedingt. Mal kann es sein, okay, er hat sich nach links bewegt, aber die Karte, die du spielen wolltest, bewegt sich nach rechts. Manchmal musst du doch hoffen. Und du hast im Laufe des Spiels dann irgendwie immer mehr Karten, auch durch die Special Tricks, dass du immer irgendwie darauf reagieren kannst, wenn du halt in irgendeine Richtung gekippt bist. Aber es ist halt auch nicht so, dass du nicht immer auch Angst haben musst ab der dritten, vierten Karte, dass es sich halt komplett rauskickt. Ja, je länger du in der Luft bleibst, oder auf dem Board, umso wie bei Tony Hawk. Irgendwann denkst du, uiuiuiui. Genau. Und Armbruch. Und Armbruch. Nicht hier denkt nur uiuiuiui. Ja. Genau in dem Ton auch. Nee, noch anders. Diese Flo-Fragen. The Rules gibt es heute nicht mehr. Also heute im Kalendertag schon. Morgen. Ja, morgen, Mann. Aber nicht mehr in diesem Streamtag. Ja, aber erstmal für alle, die jetzt hier zukommen. Fazit hatten wir schon, ja, ne, so ein bisschen. Also, ne, das ist halt. Das ist ein Gagspiel, das halt einmal spielen wegen des Themas. Ich mach das mit den Würfeln. Ja, und du kannst auch wieder, so wie Karl vorhin schon gesagt, kannst halt nicht bei dem Spiel, sondern im anderen, kannst halt unterschiedlichen Runden zeigen. Aber jetzt das fühlt sich nicht anders an, jedes Mal was, ne? Keine Sonderfähigkeit oder so. Du gehst jetzt nicht auf irgendeine Farbe, auf bestimmte Trickart. Ja, du pushst dir deine Werte, aber das fühlt sich halt noch sehr mechanisch an. Man kann natürlich Pech haben und nur die gleichen Farben ziehen. Genau, aber wer so halt Spiele generell im Kennerbereich mag und auch eher so, sage ich mal, seichteren Kennerbereich, für den kann das schon ein cooles Ding sein. Vor allem, wenn du halt irgendwie Skateboarder bist und irgendwie kennst, der Skateboard mag und irgendwann sonst ein Brettspiel bekommt, ist das schon ganz schick. Ich glaube, hätte man thematisch schon ein bisschen mehr rausholen können. Jetzt hier diese Marke einsammeln, das fand ich ein bisschen... Ja. Weiß nicht, waren wir noch so eine zweite Phase, irgendwie noch drauf gepfropft war mit den Mehrheiten, das hat das was irgendwas noch ein bisschen mehr für ausgehendes Kennerspiel. Halt also Spieler, die haben am meisten sein Graffiti in den Stadtvierteln verteilt. Naja, also der Part hier. Ich glaube, das ist ein anderes Spiel. Es gab auf der Messe auch ein Spiel. Der Part hier ist halt super cool, ne? Der fühlt sich wirklich thematisch an, das Rumfahren hier, da ist halt doch noch rum. Das heißt, ja. Und das hat mit dem Big Air hat keiner genutzt, das hätte man nochmal machen können. Da wär's doch einfach in die Ecken gekommen, nur dass dafür da bis zu 4 Felder in die Richtung fahren kannst. Gut, wenn man einfach nicht alles benutzen kann, du benutzt dann auch mal ein bisschen Luft. Wie gesagt, das hier. Ja. Müssen wir gucken, ob da noch irgendwo ein Regelfehler drin ist. Ich glaube nicht. Ich habe ja nochmal nachgeguckt. Aber dann sehr stark. Sollte man eher Richtung Süden fahren auf dieser Karte. Ja, oder die Special Tricks sind halt auch nicht so stark, weil ich meine, du kannst
ne, du kannst halt ein, zwei, drei der Felder dir aussuchen. Aber du kannst mehr Karten spielen, du kriegst mehr Symbole, du kriegst wieder mehr Punkte für den Multiplikator. Besser bewegen. Da, also die Punkte für den Multiplikator dann ist ja schon. Ja. Was wäre denn, wenn sich das resetten würde, nachdem man eine Special Karte bekommt? Sind. Aber sind das meisten eigentlich, also meine sind alle Joker außer. Ja, du rückst das mit dem Feld nach innen, habe ich richtig verstanden, ne? Genau, beide Marker. Aber was wäre, wenn, nachdem du eine Special Karte bekommen hast, dass sie dann wieder nach außen gehen? Das ist bei allen anderen Sachen auch nicht so. Du machst das einmalig so, und dann du ist es. Du holst ja immer die Vorteile in den Ecken, genau, aber die dann resetten sich das. Aber das ist ja auch stärker, hast du ja auch gesagt. Das war jetzt unser Eindruck. Ja, das kann steht nicht in der Anleitung. Nö. Okay. Wäre nur eine Möglichkeit gewesen. Genau, das ist einfach, dass du weniger Karten spielen musst, um halt die Special Tricks zu ziehen. Ne, ich meine, halt, ja, der Ausgleichsfeld hat ja so drei Karten. Ja, das ist auch nicht so wichtig, weil du Platz für drei hast. Und die spielst du eigentlich immer. Ja, oder für zwei, ne? Du brauchst das hier ja, nicht, für das zwei, dann kannst du zwei, spielst du eine. Naja, ansonsten, wenn du halt ne, zwei hier liegen hast und noch einen ziehen darfst, dann musst du halt einer von denen, die du liegst, wegwerfen. Ja. Aber wie gesagt, ist ein schönes Ding, dass so ein Thema echt gut einfängt. Könnte auch von Prospero House sein. Die haben es ja noch ein bisschen runter gemacht, aber die haben ja auch manchmal schlecht. Der hat sich um die Lizenz gekümmert. Ja, die haben sich ja um die Lizenz hätten jetzt gar nichts gemacht. Die bringen auch kein generisches Spiel raus, das ist außer Push. Ja, oder? Okay, Push ist dann die Spitze der Generität. Generik, ja. Generik. Ja. Wie nah rangezoomt? Hm? Auf Spielbrett, ja, das war. Ziemlich nah. Das sind so Hexfelder. Aber. Also, da ist halt viel los, ne? Das ist ja auch ein bisschen. Viel los. Hättest du gesehen, dass da Hexfelder zu sehen? Oder? Das sehe ich jetzt erst noch. Ja, ne? Ich habe vorhin nicht registriert. Ja. Aber jetzt kann ich sie nicht mehr nicht sehen. Ja. Man sieht die immer. Genau, also, das war einmal das wunderschöne Skate Summer. Jetzt wisst ihr auch, wie das funktioniert, wenn ihr euch dafür interessiert habt. Aber Spiel war es am ersten Tag direkt ausverkauft. War auch, glaube ich, gar nicht so teuer. Okay. Also sehr schnell weg. Also wir haben viele geschrieben am zweiten Tag, dass sie es nicht mehr bekommen haben, obwohl sie es gerne bekommen hätten. Es gibt also viele Leute, die gerne mal skaten. Und ja, dann sagen wir hier an der Stelle für die Leute, die jetzt wieder mal live im Video dabei sind, oder nicht live, ne, die das hinterher im Video gucken, tschüss und gute Nacht, schon relativ spät jetzt. Wir werden wahrscheinlich gleich doch noch was auf den Tisch packen und mal gucken, wie weit wir kommen. Und dann, ja, schaut auch ins nächste Video rein, das wir hier von unserer Nachspiel 22 irgendwann veröffentlicht werden. Da kommen noch, wir haben noch vier wir sind jetzt am dritten Tag, ne? Tag, vier Tage noch. Also morgen fängt die Halbzeit an, so gegen 18 Uhr, zur exklusiven Neuheitenshow. Und dann geht's noch ein paar Tage weiter, da haben wir noch viele schöne Gäste, die werdet ihr auch alle noch im Video sehen. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Ich kann, es ist spät. Yeah. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und sagen bis bald und tschüss. Tschüss.